Herzlich willkommen zum Zusammenschnitt der zweiten People & Culture Show. Das ist die Livestream-Talkshow über die moderne Arbeitswelt auf Twitch von Comspace. Dieses Mal ist Thema New Pay, Gehalt- und Arbeitszeitmodelle anders gestalten. Und zu Gast sind Nadine Nobile und meine Kollegin Katharina aus dem People & Culture Team. Wir hatten viel zu besprechen, so unter anderem, was ist eigentlich New Pay, was ist wichtig, wenn Gehalts- und Arbeitsmodelle verbessert werden sollen, Gehaltsgespräche, was uns alle irgendwie mal irgendwann beschäftigt, oder das Thema Gender Pay Gap und noch vieles mehr. Für mich persönlich war es ein sehr schönes und tiefgründiges Gespräch und viele, viele tolle Gedanken wurden geäußert. Wie immer findet ihr in der Videobeschreibung Links und Sprungmarken zu den einzelnen Abschnitten und Themen, damit ihr, wenn ihr mögt, das Thema rauspicken könnt, was ihr gern hören wollt. So, und nun viel Spaß bei der Show. Wir starten mit der Vorstellung meiner Kollegin Katharina. Katharinas begeisterungsfähiges und liebevolles Wesen umarmt uns bei Comspace seit letztem Jahr. Besonders den Bereich Vielfalt und Diversity hat sie direkt in die Mitte gerückt. Wenn sie sich einer Sache annimmt, dann wirklich voll und ganz. Sie kann sich besonders für so spröde Themen wie Lohnbuchhaltung und Abrechnung begeistern und vor allem dafür, wie man diese Themen über ihr Limit heben kann. Wenn sie nicht gerade unsere Abrechnung auf links zieht, dann fühlt sie sich auch besonders wohl damit, uns mit Brötchen zu versorgen oder mit Früchten von ihrer Herzensinsel Korsika zu beglücken. Als waschechte Bielefelderin lodert ihre Leidenschaft für die Arminia hell und beim Yoga powert sie sich aus und schaltet ab. Wenn Nina sich nicht gerade um uns kümmert, findet ihr sie ansonsten noch im Garten, wo sie Pflanzen hegt und pflegt. Ganzheitliche Entwicklungsbegleitung ist für sie eben nicht nur beruflich ein Thema. Ich lieb's. Und damit, hallo Nina, du kannst das Mikrofon anstellen. Und herzlich willkommen, liebe Nina. Hallo. Schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich sehr. Genau. Und ich würde auch gleich unkommentiert praktisch auch weitermachen mit unserem Gast von außerhalb sozusagen heute, der Nadine. Und natürlich, Silvi ist wieder am Start. Freut euch mit mir über unsere heutige externe Mitdenkerin und Gesprächspartnerin. Sie bezeichnet sich selbst als Enthusiastin partizipativer Arbeitswelten, Impulsgeberin, Thementreiberin und Prozessbegleiterin. Und auch wenn das knappe Begriffe für komplexes Wissen und große Leidenschaften sind, verstehen wir von Comspace darunter einiges, was uns sehr neugierig macht. Sie ist nicht nur Gründerin und Geschäftsführerin von Co+X und Initiatorin von New Work Women. Wir haben sie heute vor allem deswegen eingeladen, weil sie als New Pay Pionierin gerade nicht nur an Büchern, sondern vermutlich auch Geschichte schreibt. Ein Tusch und ein herzliches Willkommen bei der People & Culture Show, Nadine Nobile. Liebe Nadine, du bist jetzt auch live. Du kannst dein Mikrofon aufstellen. Herzlich willkommen, liebe Nadine. Schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank. Ich freue mich, dabei zu sein. Und was für ein cooles Intro. Da geht mir das Herz auf. Ja, ihr merkt, der Chat ist auch so ein bisschen, Leute, ein paar Herzen und ein herzliches Willkommen an unsere Gäste, wenn ihr mögt, in den Chat. Und auch nochmal ein paar Herzen natürlich für Silvi, für die tolle Einsprache jedes Mal. Ich glaube, das wird unser Signature-Move auch in Zukunft sein und auch deine Reaktion, Nadine, zeigt mir auch gerade, dass das nicht nur was ist, was wir für Leute machen, die wir ein bisschen genauer kennen, weil wir jeden Tag mit ihnen zusammenarbeiten. Also du fühlst dich auch ganz gut abgeholt dadurch. Auf jeden Fall. Ja, wie ist das denn so? Also wie fühlt sich das eigentlich an, so vorgestellt zu werden, Nina? Ich bin ganz gerührt. Ich habe hier so eine kleine Gänsehaut. Also erstmal die Stimme, die ich absolut als super angenehm empfinde. Und ja, es ist schön, so präsentiert zu werden sozusagen. Also gut zusammengefasst, ja. Also stimmte das schon, was Silvi und ich, hauptsächlich Silvi natürlich, aufgeschrieben haben? Absolut. Also all meine wichtigen Lebensthemen habt ihr erfasst. DSC, Korsika, meine Pflanzen, alles, ja. meine Pflanzen. Und wer das nicht kennt, das ich lieb's am Ende, das ist ein geflügeltes Wort, das Nina gern benutzt. Kleiner Insider von uns aus. Liebe Nadine, passt das denn auch aus deiner Sicht, was wir da so drin hatten? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich sage ja selbst immer, wenn ich mich irgendwo vorstellen soll, ich tue mich so schwer, mich selbst zu beschreiben, weil ich dann gar nicht weiß, von welchem meiner vielen Anteile, welche der Hüte, die ich mir abwechselnd aufsetze, soll ich zuerst präsentieren und zuerst vorstellen. Und deshalb bin ich immer so schon
etwas, ich sag mal, entspannter, wenn das andere für mich übernehmen. Genau, und es war einfach herrlich. Also toll, tolle Stimme, tolle Einführung. Macht schon mal Spaß, hier zu sein. Silvi sagt auch immer wieder, das ist übrigens eine Version, mit der sie noch nicht zufrieden ist. Übrigens. Also ist ja sehr, sehr hohe Ansprüche, die Dame. Kann sie aber auch haben. Ja, Nadine, vielleicht ist das mal was, ne? Nimmst du einfach mit, ich schicke dir die Audiodatei im Nachhinein und dann kannst du das jedes Mal abspielen. Ich hab mich vorstellen lassen, dann sagst du noch so ganz cool, so digitalisierungsmäßig, hat ein Bot für mich eingesprochen. Wobei es natürlich Silvi, ne? No offense. Ja, hat ein Bot. Genau, eine Möglichkeit. Also ist ja nicht unbedingt selten, dass du auch Vorträge hältst. Ne? Also auf YouTube habe ich da schon einiges gesehen. Vielleicht ist das was und vielleicht kann der Sven dazu auch noch was sagen im Chat. Vielleicht findet er das. Das ist ja dein Partner und auch Partner und Geschäftspartner. Kann man das so sagen? Genau, Lebens- und Geschäftspartner. Genau, und ihr beide seid zusammen unter anderem Q+X. Und du hast schon gesagt, dass du ganz, 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 ganz viele Hüte auf hast. Und das kennen wir bei Comspace auch sehr häufig, dass wir eben nicht nur Personaler sind oder irgendwie Nina jetzt nur Gehalt macht oder sowas. Das haben wir ja auch nicht unbedingt in dem Maße. Und das mit den vielen Hüten, da verfällt es tatsächlich schwer, dann immer auch so eine Selbstbeschreibung oder Beschreibung der Person auch hinzubekommen. Sven sagt, er findet das eine super Idee. Und Christine kommentiert, moin moin, schön, dass du wieder da bist. Hallo an den Pioneers Club. Wusste gar nicht, dass das dein Spitzname ist, Nina. Woher kommt das denn? Oh, das stammt noch aus meiner Jugend. Ich war halt nie die typische Kati oder Katha. Es gab eine Mathelehrerin, da habe ich geduldet, dass sie Katinka zu mir sagt, weil ich mich nicht getraut habe, was zu sagen. Und Freunde haben dann irgendwann gesagt, du hast einen Spitznamen, Nina, passt doch, der ist kurz, den nehmen wir. Und so ist es halt geblieben. Ihr Lieben, wir haben heute ein Thema, das irgendwie kontrovers und nicht ganz so einfach ist. Wir sprechen nämlich über Geld. Also nicht nur über Geld, aber alles, was irgendwie dahinter steht. Aber vielleicht mal von euch, also vielleicht Nadine, du zuerst. Also wenn ich jetzt völlig unbedarft zu dir hinkomme, Thema ist New Pay. Was sagst du dann den Leuten? Ja, New Pay ist für mich, ist für uns die Antwort darauf, wie wir Vergütung aushandeln, wie wir Entlohnung organisieren, wenn wir New Work, also neue Form der Zusammenarbeit, ernst nehmen und auch in der Organisation leben. Also was macht uns stark in unserer Zusammenarbeit? Was wollen wir stärken in unserer Zusammenarbeit, in unserer Kultur? Und was bedeutet das dann schlussendlich eben auch fürs Gehalt? Und sich auf diesen Reise zu machen, sich auf diesen Weg zu machen und nach eigenen Antworten zu suchen, das ist für mich New Pay. Also eine alternative Entlohnung, die darauf abzielt, das abzubilden, was ja aus der eigenen Organisation kommt, was der eigenen Organisation hilft. Ich habe bei dir auch gelesen, dass New Pay tatsächlich auch ein Kulturthema ist. Also kulturbedingt New Pay. Was ist damit gemeint? Naja, die Frage ist ja, wenn wir uns Entlohnung anschauen, was entlohnen wir aktuell in der Organisation? Was vergüten wir in der Organisation? Und da stellen wir fest, ja, ganz oft ist es das Thema Arbeitszeit, also wie viele Arbeitsstunden bin ich tätig? Das ist schon mal ein großer Faktor für die Höhe meines Gehalts. Und auch so etwas wie meine Qualifikation, meine Zertifikate, Abschlüsse. Nein, umso mehr ich habe, um die passend zu meiner vermeintlichen Stelle sind, umso höher werde ich wahrscheinlich eingruppiert. Und jetzt stellen wir aber fest, dass diese Parameter, die, ich sag mal, aus einer Zeit kommen, wo wir, ich sag mal, eine Serienfertigung hatten, dass die da sehr gut gepasst haben. Und wenn wir aber in die Organisation schauen, also schauen wir mal bei euch rein, bei Comspace. Ja, ihr seid eine Organisation, da kann man vermeintlich vielleicht in mehr Arbeitszeit mehr tun. Und vielleicht ist es auch gut, gewisse Kompetenzen zu haben. Aber weder ist gesagt, dass das, was in einer Stunde produziert, an Kreativität herauskommt, vergleichbar ist in der einen Stunde mit der nächste Woche oder mit einer Stunde von einem halben Jahr. Das heißt also, wir haben aktuell noch Parameter
die eigentlich gar nicht mehr das aussagen, was unser Wert, was unser Mehrwert, den wir in die Organisation bringen, dass der abgebildet wird. Und deshalb sagen wir, ja, wir glauben, wir brauchen irgendwie so eine Rahmengebung wie Markt ist sowas, auch Budget ist natürlich auch sehr relevant, wie viel Budget steht mir denn zur Verfügung. Das sind aber so die zwei Parameter, die in der Vergangenheit sehr stark eben gewirkt haben. Und wir glauben, wir müssen dahin schauen, was wollen wir in unserer Organisation vergüten, entlohnen? Also welches Verhalten, welche Aspekte, welche Kompetenzen, was soll da stattfinden? Und da ist die Frage, mal als ein Beispiel, individuelle Boni, individuelle Gehaltszahlung, auch Aushandlungsprozesse, unterstützen die sowas wie Teamleistung, wie kreatives Zusammenwirken, oder stehen sie dem entgegen? Oder behinderndes, beeinflussendes, vielleicht auf eine negative Art und Weise. Und deshalb glauben wir, eine Organisation sollte schauen, was ist das, was uns kulturell stark macht? Was soll uns auch in Zukunft, was wollen wir mehr stärken? Und können wir das irgendwie abbilden in unserer Vergütung? Also ich habe mich bei einer Sache schon ganz, ganz schnell abgeholt gefühlt. Ich habe ja bewusst für mich entschieden, dass ich nicht mehr, also wir sind ja eine Agentur und unser Business Model ist, unsere Arbeitszeit ist das, was entlohnt wird, also von unseren Kunden bezahlt wird. Mhm. Ja. Und ich habe mich tatsächlich ja auch bewusst entschieden, dass ich in einen Bereich möchte, eben einen internen Bereich, der keine Stunden buchen muss oder dessen Arbeit nicht direkt vergütet wird. Also nicht meine Leistung, eine Stunde beim Kunden ist eine Stunde, die mein Unternehmen bekommt. Weil ich einfach gemerkt habe, dass dieses ganze Thema, und das ist auch ein Thema, was wir jetzt leider durch Corona ist das ein bisschen zurückgerutscht, aber auch ein Thema, was wir bei Comspace auch für uns identifiziert haben, das Thema Zeiten buchen. Zeiten zu buchen, weil man muss das ja nachhalten, wenn man es an den Kunden abrechnen möchte. Und das ist etwas, was sehr negative Dinge mit meiner Arbeitsleistung und meiner Selbstwahrnehmung und so gemacht haben. Also ich habe das Gefühl, dass das Zeitenbuchen für mich einschränkt. Also es macht mich schlechter. Habe ich das persönliche Gefühl. Und deswegen habe ich gleich so, ne, Arbeit gegen Geld. So, ist es das? Ist es das wirklich? Also Arbeitszeit gegen Geld. Ist es das wirklich? Aber vielleicht auch, vielleicht nochmal etwas von vorne gedacht. Nina, wie kommt man eigentlich an so ein Thema wie New Pay? Also wo hat das angefangen? Oh, angefangen hat das eigentlich bei meinem steigenden Interesse der Entgeltabrechnung. Das ist wirklich ernst gemeint. Also alle Leute, die ja jetzt schmunzeln. Ne? Also wirklich, mein Herz schlägt ganz doll für die Entgeltabrechnung. Das hat angefangen in meiner alten Firma. Das war ein relativ junges Unternehmen im EdTech-Bereich in Berlin. Und dort habe ich in der Personalabteilung, wir hießen da klassisch noch HR, also da hatte ich noch richtig so einen Junior-Titel und so, irgendwie das Interesse entwickeln. Und ich hatte von der Mutterfirma meiner Firma, also liebe Grüße an Katja, falls sie das sehen sollte jetzt heute, wirklich eine sehr, sehr gute Mentorin. Die hat mir sehr viel erklären können und mir Dativ gezeigt. Ich bin auch ein kleines Dativ-Fangirl. Ich finde, das ist für mich ein sehr, sehr logisches Abrechnungssystem. Die stellen super Informationen zur Verfügung. Also ich hinterfrage halt gerne. Ich fuchse mich auch gerne mal in Gesetzestexte ein. Also SV-Recht, Steuerrecht, Arbeitsrecht, einfach da mal so ein bisschen reinzugehen. Und ja, ich habe da irgendwie Freude dran gefunden. Schön war es dann, als ich dann entschlossen habe, zurück nach Bielefeld zu ziehen. Ich habe Mitte August bei Comspace angefangen und direkt am Anfang, es war Sarah, die hat mir das Buch von euch in die Hand gedrückt. Und das habe ich dann gleich mal gelesen, mich vorbereitet. Und ich glaube, so 3-4 Wochen später war ja auch schon der New Pay Space in Berlin. Da habe ich euch besucht. Das war eine sehr kleine, angenehme Runde. Wir waren, ich glaube, so 45 Teilnehmende oder so. Und ihr habt euer Buch vorgestellt, es haben sich Unternehmen vorgestellt mit tatsächlichen Alternativen zu dem, was wir, sage ich jetzt mal, klassisch so kennen. So baut es halt immer aufeinander auf. Also ich habe viel durch Nadine, Sven und Stefanie dann auch gelernt. Und tatsächlich im Austausch auch mit anderen Unternehmen, die von dem Thema auch gehört haben und dafür sich öffnen. Ja. Bei dir ist es ja auch dann spannend, also zu sehen, du bist ja auch nicht...
quasi von Hause aus, obwohl das heute wahrscheinlich auch immer seltener wird, dass man von Hause aus Personalerin oder Personaler ist. Also ich bin es ja auch nicht. Und je mehr Menschen man spricht, desto mehr hat man das Gefühl, okay, das ist eigentlich normal, dass Personalerinnen mittlerweile gar nicht mehr unbedingt irgendwie so BWL studiert haben oder Wirtschaftswissenschaften und dann Personalmanagement gemacht haben und jetzt in einem Unternehmen arbeiten. Du kommst ja eigentlich aus einem anderen Bereich. Das finde ich immer sehr spannend, weil ich glaube, das hat dich in gewisser Weise auch geprägt. Ne? Sehr, ja. Ich habe Tourismusmanagement studiert. Ich habe sehr viele Jahre dann auch im Tourismussektor gearbeitet, also anfänglich auf Korsika, was wirklich eine sehr coole Zeit war. Dort unheimlich viel gelernt. Also es hat tatsächlich auch, ich sage jetzt mal, dieses Service-Orientiertheit sozusagen total in mich gepflanzt. Also es ist sehr, sehr in mir drin, serviceorientiert zu handeln. Früher war es am Gast. Und heute ist es zusammen mit meinen Kollegen und mit Kollegen und Kolleginnen, da meine ich zum Beispiel auch die Geschäftsleitung, also Arbeitnehmende und Arbeitgebende, fasse ich da zusammen. Da möchte ich serviceorientiert sozusagen einfach Beziehungsgestalterin sein. Das ist auch ein Wort, das ich bei Comspace gelernt habe und das möchte ich gerne machen, ja. Genau, also das merkt man tatsächlich auch in jeder Phase, ne? Also wenn man dich irgendwas fragt, das dann halt, ne, wie kann ich dir denn da weiterhelfen? So, also dieses Serviceverhalten und ich glaube, das ist was ich, hätten wir eigentlich noch bei Silvi mit reinpacken können, aber ich glaube, so irgendwie war es auch so ein bisschen mit drin, ne? Was sich da auf jeden Fall auszeichnet. Und Nadine, auch an dich die Frage, ne? Wie kommt man zu New Pay? Ja, also auch eher ein untypischer Weg. Also mein Herz schlug jetzt auch nicht wirklich für das Thema Vergütung, muss ich ganz ehrlich sein, auch bis vor gut 2 Jahren. So richtig entflammt ist es auch sogar erst, nachdem wir das Buch fertig geschrieben hatten. Das, jetzt müsst ihr zuhören, das fand ich, das ist echt super cool. Ja, man fragt sich ja so, ja, aber was... Wieso schreibt man ein Buch über Entlohnung, wenn nicht das Herz dafür schlägt? Ja, ich glaube, es ist manchmal ganz gut, auch mal andere Wege zu gehen und sich von anderen Dingen leiten zu lassen. Und für uns war das so, also Sven und ich, wir leben und arbeiten ja zusammen und wir haben so gedacht, ach Mensch, komm, wie wär's denn mit einem Buch? Buch schreiben wäre doch gar nicht schlecht. Und da wir aber beide sehr, sehr kreativ unterwegs sind und wir wussten, okay, wir brauchen noch jemand, der neben Kreativität auch noch eine gewisse Struktur mit für uns mitbringt und Kompetenzen beim Schreiben, sodass die Schreibblockaden uns nicht zu sehr hemmen. Und die erste Person, an die wir dachten, war dann Stefanie Hornung, weil wir sie einfach ja schon längere Zeit kannten und ihre Arbeit sehr schätzten. Und wir saßen dann, wir haben sie besucht in Tübingen und haben gefragt, Mensch, Steffi, hättest du nicht Lust, ein Buch mit uns zu schreiben? Und sie sagte direkt ja, kann sie sich vorstellen, sie würde auch gern was mit uns machen. Ja. Und dann war die Frage, ja, worüber wollen wir denn schreiben? Und uns war klar, natürlich, es muss etwas sein aus diesem ganzen Aspekt neue Arbeitswelt, weil wir uns da einfach alle drei sehr zu Hause gefühlt haben und auch zu Hause fühlen. Und wir wollten aber nicht einfach nur jetzt noch ein Buch. Und weil wir eben auch gerne Dinge anstoßen, uns als Thementreiber verstehen, haben wir gesagt, ja, lasst uns doch mal schauen, über was wird denn nicht gesprochen in dieser New Work Bubble? Und da musste man gar nicht lange überlegen und dann war schon klar, ja, das Thema Gehalt ist auch in der neuen Arbeitswelt, bis zum damaligen Zeitpunkt war eigentlich noch kein Thema. Man hörte mal über das eine Unternehmen, das irgendwas gemacht hat, also so transparente Gehälter oder ein anderes Unternehmen, was selbstbestimmte Gehälter eingeführt hat. Aber da war nie so eine richtige Diskussion oder auch wirklich Debatte drüber. Und deshalb haben wir gesagt, lasst uns doch mal schauen, ob das nicht ein Thema sein kann, wo wir einfach mal schauen, was gibt es denn schon und waren dann eben auch neugierig, was passiert, wenn wir dieses Tabu ankratzen. Ne? Also und da mal so ein bisschen anfangen mit Bohren. Ja. Und da haben wir auf einmal gemerkt, wir haben eine Blogparade gestartet und innerhalb von 6 Wochen hatten wir 55 Blogbeiträge, was ja eine unheimliche Resonanz ist. Für so eine anscheinend möchten die Menschen darüber reden. Also das ist so ein Gefühl, was ich dann auch habe. Also wo man sich selbst fragt, man kann jetzt viel über Sozialisation und so sprechen, aber eigentlich im Prinzip ist das immer so,
Aber irgendwie möchte ich doch mal drüber sprechen. So, das haben wir, fand ich ganz interessant. Wir haben das im Freundeskreis bei uns und Nina, das ist ja auch was du gemacht hast. Im Freundeskreis mal angesprochen oder Eltern, Bekannte, was auch immer. So, ne, wie wollt ihr denn eigentlich bezahlt werden und wie denkt ihr über euer Gehalt oder passt das Gehalt zu euch oder passt das die Art und Weise, wie ihr Gehalt bekommt oder weil die Art von Gehalt, ihr passt das zu euch? Und es war immer ein Gesprächsthema. Es war wirklich immer ein Gesprächsthema. Ja. Ich weiß nicht, Nina, wie hast du das bei dir beobachtet? Also wirklich teils. Es ist ja immer noch dieses Jahr über Geld spricht man nicht, ne? Dass manche da ziemlich verschlossen sind, sozusagen von sich selbst Informationen preiszugeben, aber sehr, sehr neugierig sind, Informationen zu empfangen. Also wirklich so, wie, was gibt's denn da? Erzähl doch mal, wie machen andere Unternehmen das? Was überlegt ihr euch da zum Beispiel? Was macht ihr aktuell schon? Ich habe zum Beispiel dann auch zwischendurch einfach mal so Fragen in Familienchat bei WhatsApp oder sowas reingeschmissen und gefragt, was denkt ihr denn dazu? Oder bei Freunden irgendwie die WhatsApp-Gruppe, um einfach mal sozusagen ein paar Daten zu sammeln. Sehe nur ich das wirklich so positiv oder ein anderes Thema vielleicht sehr negativ, um einfach mal so ein kleines Stimmungsbild irgendwie zu bekommen für so ein Thema. Und es weckt sehr, sehr viel Neugier auf jeden Fall. Und das ist ja auch das, was man beobachtet. Also beispielsweise, wenn die Bild-Zeitung macht regelmäßig auf mit irgendwelchen Gehaltstabellen, wer die verdienen das, die bekommen das. Also da ist ein ganz großes Bedürfnis eigentlich zu erfahren und Neugierde und gleichzeitig aber das Sprechen drüber. Na, da tun wir uns in unserer Kultur sehr, sehr schwer. Und ja, manche zelebrieren das natürlich auch dadurch und das finde ich in Deutschland eben auch so spannend, ne, dass obwohl es gesetzlich, obwohl eigentlich klar ist, dass man so etwas nicht verbieten kann in einer Organisation, also so ein Vertragsbestandteil nichtig ist, wenn da steht, du darfst über dein Gehalt nicht sprechen mit deinen Kollegen, schreiben wir es trotzdem in Verträge und ganz viele Organisationen haben es immer noch in Arbeitsverträgen und da merkt man schon, wie auch so ein Thema dann auch wirklich ziemlich versucht wird, so ein Glaubenssatz, man spricht nicht über Geld, dann eben auch zu zementieren. Ja, und das finde ich immer wieder spannend, ne? Wobei wir Deutschen ja eigentlich uns so gerne an Regeln halten, aber da ist dieses Bedürfnis, nicht über Geld zu sprechen, konkret, doch größer, so das müsste man mal auch in den Verträge reinschreiben. Also wenn ich bei Veranstaltungen bin, ich würde mal sagen, bestimmt ein Drittel spiegelt mir zurück, ich darf da gar nicht drüber sprechen. Und ich sage, doch, darfst du. Also ist das wirklich so? Also ich weiß immer nur, dass es diesen Passus gibt und ich weiß gar nicht, haben wir den? Jetzt muss ich mal ganz, es kann sein, dass wir den haben, bin mir nicht ganz sicher. Wir müssen den Vertrag gucken, deswegen wissen wir es. Also ich bin mir da unsicher. Aber es ist auch, also das ist, ne, man kann es immer nur, warum das so ist, kann man glaube ich viel drüber philosophieren und viele sehr oft drüber, also woran liegt das jetzt, ne? In den Gesprächen habe ich dann auch mal einfach mal mein Gehalt gesagt. Also, ne? Und ja. Leute haben mich dann angeguckt, es war eine Reaktion wie, was zu viel, was zu wenig? So. als ob das so, ne, keine Ahnung, ich habe jetzt das N-Wort gedroppt. So, ich habe das jetzt fallen lassen. So ungefähr werde ich dann angeguckt. Das ist eigentlich verrückt. Bei dem Buch seid ihr da, also ihr habt ja glaube ich unter Befragungen vorher gemacht oder wie seid ihr da rangegangen? Wir haben Interviews geführt, ja. Wir waren also in 10, 12 Organisationen und haben dort jeweils mit 3 bis 4 Personen gesprochen und die interviewt zu ihren Blickwinkeln, also eher so qualitative Interviews geführt und haben das Ganze dann als ja, so eine Art Reportagenstil dann als eine Unternehmensgeschichte verarbeitet, weil uns es wichtig war, die Geschichten zu erzählen aus den Organisationen, die unterschiedlichen Blickwinkel, die Gedanken, die Erfahrungen und nicht so sehr Modelle aufzuzeigen, sondern eher auch zu beschreiben, aus welcher Welt heraus, aus welchem Denken und auch mit welchem persönlichen Blick sich das Vergütungs- und Entlohnungsmodell sich in den Organisationen entwickelt hat. Okay, und ist da irgendwas, also wir haben ja auch darüber gesprochen, das vielleicht mal so konkreter zu machen, also wie kann denn so, also aus dem Buch, ist da ein Beispiel, was dir immer sehr, sehr präsent ist, oder irgendwie allgemein ein Beispiel aus eurer Arbeit, wie Gehalt gestaltet werden kann, dass du uns irgendwie mal erzählen kannst?
Also ein Beispiel, das mich immer wieder am meisten so emotional berührt, ist Elobau. Elobau, die sitzen im Allgäu, in Leutkirch, sehr ländliche Region. Das Unternehmen hat mittlerweile rund 1000 Mitarbeitende. Die stellen Steuerungstechnik her, unter anderem beispielsweise für Bagger oder auch für Gabelstapler. Und in der Produktion, in der Fertigung sehr viele auch Mitarbeitende mit die angelernt sind, also eher gering qualifizierte Tätigkeiten. Und dennoch war es dem Personalleiter und auch dem Geschäftsführer ein Anliegen, ein Entlohnungsmodell zu entwickeln mit den Mitarbeitenden aus der Fertigung. Und haben da auch einen Aufruf gemacht in die Fertigung rein, ja, wir wollen mit euch ein neues Entlohnungsmodell entwickeln, was ihr als fair empfindet und fairer als das Bestehende. Und die haben sich wirklich 1,5 Jahre Zeit genommen, und haben erstmal in Kommunikation, also erstmal viel in Augenhöhe investiert, also weil natürlich erstmal für die Mitarbeitenden das Ganze ungewohnt war, regelmäßig oder sehr regelmäßig mit dem Produktionsleiter, dem Geschäftsführer und dann auch noch dem Personalleiter zusammenzusitzen. Also sie berichteten das mal in einem Video so, ja, jeder wollte am weitesten wegsitzen von den Herren, ne? Und die haben aber für sich ein Entlohnungsmodell entwickelt, haben das auch immer wieder Positionen, Meinungen aus der restlichen Mannschaft so mit reingeholt und haben jetzt ein Entlohnungsmodell. Ja, wenn man da drauf schaut, dann denkt man nicht, okay, da ist jetzt kein Feuerwerk, was losgeht, da ist auch kein Glitter, ne? Das sind halt Tabellen und das sind Regelsätze zum Verfahren. Wie ist das Verfahren? Aber wenn man die hört, wenn die Menschen, die daran beteiligt waren, über diesen Prozess berichten, das ist das, was echt Gänsehaut gibt. Weil die sagen, ja, und wir haben am Anfang gar nicht geglaubt, dass wir hier uns so einbringen können, dass es so bedeutsam ist, weil unser Blickwinkel nach dem Motto, ich bin doch hier eine ganz normale, einfache Arbeiterin, wie viele andere auch, warum, ne, die das sich selbst erstmal gar nicht so die Bedeutung zugemessen haben. Und dann zu sehen, mit welchem Stolz sie da drauf schauen. Und das sind jetzt auch diejenigen die aus dem Projektteam, die neuen Mitarbeitenden auch das Entlohnungsmodell vorstellen. Also nicht die Personalabteilung oder der Teamleiter, sondern Menschen, die daran beteiligt waren, dieses Entlohnungsmodell zu entwickeln. Und also ganz ehrlich, also das ist schon echt, finde ich immer wieder sehr beeindruckend, weil es eben zeigt, es geht überall, es geht in jeder Organisation. Ein Unternehmen mit heute 1000 Mitarbeitenden, wir haben auch in den letzten 2 Jahren nochmal richtig viele Mitarbeitende rekrutiert. Also ich glaube, die haben 200 Menschen zusätzlich eingestellt, wo man einfach auch sieht, ne, eigentlich in einer Region mit einer Vollbeschäftigung im ländlichen Raum haben sie es auch geschafft, sind so attraktiv auch als Arbeitgeber, dass sie auf der einen Seite geschäftlich erfolgreich sind, auch mit diesem neuen Entlohnungsmodell, aber eben auch attraktiv als Arbeitgeber für Menschen in der Region. Und das ist schon cool, also sehr beeindruckend. Ja, scheint dann irgendwie, also wenn ich das richtig verstehe, das Rezept dahinter zu stehen, also es geht eigentlich gar nicht im Prinzip um das Modell an sich, sondern eher den Prozess dorthin, ne? Also würde ich das jetzt erstmal verstehen. Ist das auch was ihr so für euch macht, also ja, wenn ihr mit Unternehmen spricht? Genau, also das Ergebnis ist halt dann das Ergebnis, ne? Aber eben, ja, das ja, ist halt ja, das, was am Ende rauskommt, ne? Aber das Bedeutsame ist eben, wie gestaltest du den Weg? Und wir sind gerade aktuell dabei mit einer Organisation, jetzt gerade geht es schon um das Thema Teamfindung. Wie finden wir denn die Menschen für dieses Team? Und da ist uns zum Beispiel total wichtig, dass das, was bei denen in den Werten mit drin steckt, und da steht sowas wie Ganzheitlichkeit haben die in den Werten, die haben da was mit Freundschaft stehen, mit Mut und Wertschätzung. So, jetzt wie sieht der Prozess aus, den wir aufsetzen, der diese Werte auch abbildet und wo das erlebbar wird? Ja, das typische, Branding, ne? Ja. Branding-Worte auch in das umsetzen, worum es eigentlich geht und was passiert. Ja. Ne? Ja. So dass praktisch die Kultur, also das, was an Kultur sich entwickeln soll, also wohin die Reise gehen soll, dass das sich auch wiederfindet im Erleben. Und dafür müssen wir eben immer wieder drauf schauen, was sind denn die Aspekte, die man ja mit nach einer guten Abwägungsprozess sich ja auch wirklich auf die, im wahrsten Sinne des Wortes, auf die Fahnen schreibt. Und das immer wieder zu überlegen, was heißt das für den Prozess?
Und das ist für mich am Ende gar nicht so bedeutsam, was am Ende rauskommt, also das schlussendliche Ergebnis, sondern dass wir einen Weg gegangen sind, der dann zu dem Ergebnis führt, das passend für die Organisation ist. Es muss nicht meins sein, ne? Also ich könnte vielleicht sagen, oh nee, für mich wäre das gar nichts. Sondern es muss zu den Menschen in der Organisation passen. Das ist tatsächlich auch eine Sache, die ja dich, Nina, auch aktuell auch beschäftigt. Also vielleicht kannst du bei uns mal, also du hast jetzt dich mit dem Thema angefreundet, du hast das Buch gelesen, du hast uns auch eine Zusammenfassung für uns alle geschrieben, was super cool war von dem Buch. Und hast dich jetzt erstmal sehr, sehr viel inhaltlich damit beschäftigt. Und ja, also wie beobachtest du es gerade bei uns? Wie geht es bei uns gerade? Also was passiert da bei uns gerade? Weil du ja bei uns im Team so ein bisschen Hut dafür aufhast. Ich bin natürlich mit einem riesen Rucksack voller Impulse und Ideen nach Hause gefahren. Dachte so, boah, jetzt setze ich mich hin, jetzt mache ich das. Ich habe das Buch zusammengefasst, genauso in Kurzfassung. Ich habe mir überlegt, wie gehe ich das am besten an? Und da habe ich ja nun auch in vielen Artikeln von euch gelesen, das ist ja jetzt nun nicht etwas, was von diese Woche auf nächste Woche erfolgen kann. Also dachte ich, okay, ich überlege mir einen Plan. Wie gestalte ich dieses Projekt einfach? Dann habe ich angefangen, tatsächlich auch mal die vorgestellten Gehalts- und Arbeitszeitmodelle einfach mal zusammenzufassen. Die habe ich mit der Geschäftsleitung dann auch geteilt. Mal gefragt, so, ey, habt ihr da noch Fragen zu? Schreibt doch mal eure Kommentare rein. Und also wirklich voller Tatendrang. Dann musste ich sozusagen dieses Projekt erstmal wieder on hold setzen, weil wir dann nämlich DATEV eingeführt haben, also die eigenständige Entgeltabrechnung. Ja, also gefühlt war nicht der Zeitpunkt so richtig. Also die Priorität verschoben. Dann auch nochmal gemerkt, wir machen ja regelmäßig auch Team-Time bei uns im People & Culture Team, dass dieses Thema, das ist zwar total brennend, aber wir müssen ja erstmal die Entgeltabrechnung richtig machen, bevor wir sozusagen über Alternativen nochmal irgendwie nachdenken. Also on hold wieder weiter erstmal nach hinten in der Priorität geschoben. Dann kam zwischenzeitlich nochmal, kamen nochmal Ideen auf. Es wurden ja auch viele Artikel zwischenzeitlich immer wieder veröffentlicht, dass zum Beispiel Unternehmen unbegrenzte Anzahlen von Urlaubstagen zur Verfügung stellen. Ich glaube, es war Salesforce oder sowas, die stellen für ehrenamtliches Engagement oder für die Arbeit auch Sonderurlaubstage zur Verfügung. Also immer ganz viele Ideen von außerhalb, die ich erstmal auch noch so weiter gesammelt habe. Aber die liegen jetzt da. Und es gefühlt nie der richtige Zeitpunkt. Und jetzt kam auch noch Corona dazwischen, dass wir tatsächlich da auch wieder ganz anders irgendwie die Themen neu sortieren müssen. Also man weiß im Vorfeld, es wird unheimlich lange dauern, diesen Prozess sozusagen vorzubereiten, dann auch eine Partizipation mit den Kolleginnen vorzubereiten und dann einfach mal schauen, was ist so sozusagen die erste Review, was können wir irgendwie mitnehmen, was passt überhaupt zu unserer Unternehmenskultur, was ist machbar. Und ja, das ist der Stand der Dinge. Es ist on hold gerade, weil die Prioritäten sich schon wieder einfach mal verschoben haben. Ja, und der Punkt ist ja der, also was ich jetzt vorhin erzählt habe, ne, das ist ja auch die haben für sich zum Beispiel festgestellt, also Elobau, ja, wir brauchen etwas, was sich für das Bestehende fühlt sich unfair an. So, und deshalb war ihnen klar, okay, wir müssen dann nochmal von Grund auf hinschauen und nochmal genau erstmal, in Erfahrung bringen, wie kann es, wie soll es denn anders sein? Und gleichzeitig würde ich auch keiner Organisation jetzt raten, ja, ihr müsst jetzt alle ein neues Entlohnungsmodell direkt entwickeln, sondern auch erstmal zu schauen, naja, wo sind denn auch gerade eigentlich, vielleicht auch gerade in der Organisation, bedeutsamere Felder, die es zu bearbeiten gibt. Vielleicht sind auch, ne, wenn Mitarbeitende eigentlich in dem sich da fair behandelt fühlen, ja, dann ist es doch super. Und oft, und das ist nämlich auch so ein Aspekt, oft fehlt es allein schon an der Transparenz über, na, wie wird denn eigentlich das Gehalt bei uns bestimmt und wie entwickelt es sich? Eine einfache auch Nachvollziehbarkeit von, ja, auch Prozessen, was schon zu einer deutlichen Verbesserung auch der Zufriedenheit führt. Na, und deswegen, also ich würde jetzt auch, wie gesagt, also alle, die da draußen zuhören, sei es jetzt oder auch später, ihr müsst jetzt nicht alle gleich loslaufen,
Aber was ich glaube ich schon wichtig finde, ist dann für Organisationen, die eben in ihrer Kultur, in ihrer Arbeitsorganisation sich verändern, in der Kultur zu kommen, immer wieder auch darüber sprechen zu können. Und was bedeutet das für das Thema Entlohnung? Müssen wir da irgendwie jetzt dran denken? Müssen wir zu einem späteren Zeitpunkt, gerade nach Reorganisation oder auch nach Veränderungen in der Struktur, müssen wir das nochmal reflektieren? Und da sehen wir jetzt, und das hatten wir zum Beispiel nicht auf dem Schirm. Ich habe ja gedacht, da kommen jetzt, wenn wir das Buch rauskommen, kommen so ein paar New Work Organisationen, ne, die schon ganz viel machen, kommen raus und wollen das Buch und wollen irgendwas von uns hören. Und was wir jetzt aber festgestellt haben, dass auch gerade traditionellere Organisationen anklopfen, anrufen, sich melden, weil die sagen, ja, wir haben einen Bereich, da haben wir zum Beispiel Agilität, agile Teams eingeführt. Und jetzt stellen wir auf einmal fest, so, und welche Konsequenzen hat das eigentlich auf das Thema Entlohnung? Weil die merken, das passt auf einmal, ihre alten Strukturen, ihre alten Prozesse, ihre alten Eingruppierungen passt gar nicht zu ihrem agilen Strukturen und Prozessen, die sie gerade aufbauen oder auch aufgebaut haben. Und das finde ich eben ganz spannend. Ich glaube, auch die Organisationen haben deutlich mehr, eine größere Herausforderung, als ihr das beispielsweise habt, weil die nochmal irgendwo ganz anders herkommen, ne? Also von dem, was da an Bestand da ist. Hier kam auch gerade vorhin eine Frage aus dem Chat zu Elobau. Bei Elobau gab es doch sicher auch Mitarbeiter, die den Veränderungsprozess nicht mochten. Was ist mit denen passiert? Wisst ihr da was drüber? Also wir wissen natürlich, also als die praktisch eine neue Vereinbarung dann entwickelt hatten, geht es dann ja nicht für jeden individuell auch darum, nehme ich das an, weil, muss man dazu sagen, Elobau hatte zu dem Zeitpunkt auch keinen Betriebsrat. Also trotz der großen Anzahl der Mitarbeitenden. Das bedeutet, jeder Mitarbeiter musste eben seinen Vertrag neu unterschreiben, beziehungsweise die Vereinbarung. Und sie hat eine Zustimmung von 97%. Und die anderen 3%, die sind eben bei ihrem bestehenden System eben geblieben. Okay. Wahrscheinlich mit der Gefahr hin, dass da nicht mehr so viel Entwicklung passiert. Aber eben, ja, ich meine, also 97% finde ich schon eine extrem hohe Zufriedenheitsquote. Und das ist ja genau das, wenn etwas von oben bestimmt wird. Und das war auch so eine Angst, als die angesetzt haben. Ja, die haben da schon was in der Schublade und jetzt brauchen sie noch ein paar Leute aus dem Team, die dann damit im Projektteam sind. Aber im Grunde geht es nur noch ums Abnicken. Und als die aber verstanden haben und auch das Vertrauen hatten, nee, es geht wirklich darum, hier grundlegend etwas zu gestalten, da ging es dann auch bei denen einfach, ist natürlich auch die Zufriedenheit und auch die Akzeptanz deutlich gestiegen. Also die haben zum Beispiel den Akkordlohn abgeschafft, was natürlich schon für unbedarfte, industrieunbedarfte Menschen, das bedeutet, dass Stückzahlen erreicht werden müssen? Ja, genau. Okay. Und die haben, und dann praktisch je nachdem, wie viel man dann in der Stunde schafft oder in der Schicht schafft, bekommt man dann mehr oder weniger. Und das war ein großes Ziel auch der Mitarbeitenden, weil natürlich, und das ist ja die Problematik, wenn ich jetzt vermeintlich in der Produktion nach vermeintlicher Leistung produziere und sage, du bekommst pro Stückzahl, was kommt zu kurz, das ist Thema Qualität, was hinten runterfällt, weil natürlich ich dafür nicht entlohnt werde, sondern für die Stückzahl. Und das Zweite ist, Mitarbeitende werden im Grunde dafür bestraft, wenn sie ihr Wissen teilen, wie man schneller irgendetwas fertigen kann. Weil so können sie es für sich selbst nutzen. Wenn aber alle dieses Wissen haben, dann wird ja der Satz wieder angepasst nach dem Motto, ja, wenn die neuen 100% sind jetzt eben mehr, ist eine höhere Stückzahl. Und das ist ja das, dass wir eigentlich immer gedacht haben, ja, wir incentivieren Leistung, ja, wir incentivieren Individualleistung, aber wir incentivieren in dem Fall eben nicht die Teamleistung oder die Organisationsleistung oder dort die Produktionsleistung als Ganzes, sondern immer nur individuell. Und ich brauche zusätzliche Prozesse wie Qualitätssicherung, ich brauche zusätzliche Prozesse wie kontinuierliche Verbesserungsprozess, damit Menschen wiederum incentiviert werden, ihr Wissen zu teilen, auf die Qualität zu achten, das nachzusichern
Und das sehen wir gar nicht und das berechnen wir nämlich dann oft auch gar nicht, welche Kosten uns diese Incentivierung nach Stückzahl dann eben auch kostet. Ne? Ich denke, ich bezahle Leistung, ich incentiviere nach Leistung und habe unheimlich viel Zusatzkosten, die dadurch entstehen, dass ich diese Individualleistung so hochhänge, ne? Und so bedeutsam mache. Das ist bei uns ja auch so interessant. Also das hat mich auch so ein bisschen überrascht, dass es bei uns das halt nicht gibt. Boni gibt es halt nicht. Also jede Person hat bei uns im Prinzip den gleichen Vertrag und niemand bekommt mehr für eine gewisse erbrachte Leistung, sondern es gibt erstmal ein Gehalt. So, ne? Ich meine, darüber kann man ja auch diskutieren. Ne? Ich meine, ich habe das kennengelernt, dass vor allem so im Vertrieb auch immer das sehr üblich war, dass das Boni für abgeschlossene Kunden und so weiter Usus waren, ne? Und dass es das bei uns nicht gab. Also, weiß ich, Nina, was für Erfahrungen hast du bisher mit Gehalt, also bei vorigen Arbeitgebern auch immer so gemacht? Also da hast du ja auch immer so ein paar Sachen erlebt auch, ne? Was das betrifft. Ne? Ich habe zum Beispiel, das war ja nun meine erste feste Arbeitsstelle sozusagen für mehrere Jahre, die ich jetzt nicht neben Studium oder Schule so gemacht habe, auf Korsika. Da habe ich einfach genauso viel verdient wie meine Kollegin Fifine in der Wäscherei oder halt Renate an der Bar. So, wir haben alle denselben Tariflohn sozusagen bekommen, das Saisongeld, weil ich dort in der Sommersaison angestellt war. Dann habe ich auch mal im Hotelgewerbe gearbeitet, beim Motel One. Die haben auch Tarifverträge. Das heißt, es war ganz klar sozusagen, das ist der Tarif, den verdienen alle, die denselben Jobtitel sozusagen haben. Und das war's. Und dann habe ich an diesem jungen Unternehmen, also es war kein Startup mehr, wir waren schon wirklich ein bisschen größer, gearbeitet und dort wurde sehr viel mit Boni auch gearbeitet. Also das ist in Berlin jetzt gerade, habe ich einfach so beobachtet, in der Startup-Szene ein ganz gängiges Mittel, die Boni sozusagen in die Arbeitsverträge mit einzuschließen. Und ja, das kann mal gut ausgehen, mal nicht gut ausgehen. Es war ganz oft natürlich an die Leistung gekoppelt. Also wir haben dort unterschieden zum Beispiel zu den klassischen OKRs und FTEs sozusagen. Kannst du kurz erklären, was dahinter steht überfalle ich dich da gerade? Ich versuche es mal ganz kurz zu halten. Also die OKRs, Objectives und Key Results sozusagen, die ein Team immer vorausschauend versucht festzulegen und auch übertrieben groß festzulegen, sodass man dann nach einem Quartal oder einem halben Jahr, nach einem Monat, je nachdem, wie sich die Firma da tatsächlich auch drauf einigt, einfach nochmal so ein Review irgendwie zu machen. Wir haben das quartalsmäßig gemacht, also OKRs, Objectives und Key Results habe ich für mich aufgesetzt, wie in unserem HR-Team und dann nochmal tatsächlich für die ganze Firma. Und die FTEs, diese Full-Time-Äquivalenz sozusagen, die waren halt auch an Ziele gekoppelt, wo ich Anfang des Quartals wusste, das muss ich erreichen, um dann den Boni sozusagen zu bekommen. Und ja, das klappte mal von ganz alleine, weil so ein bisschen Family and Friends mäßig da vielleicht irgendwie eine Verbindung zum Vorgesetzten war oder die Zahlen tatsächlich erreicht wurden. Was passierte dann aber, wenn man zum Beispiel so dieses Overachievement irgendwie erreicht hat? Meistens dann auch nicht so viel. Also die unterschiedlichsten Erfahrungen habe ich da einfach gemacht. Und da ich da auch schon die Entgeltabrechnung gemacht habe, habe ich tatsächlich für jeden einzelnen Mitarbeiter jeden Monat da auch den Bonus irgendwie manuell eingeben müssen, weil der jeden Monat auch irgendwie anders war. Wir haben natürlich auch, das muss ich auch noch mal kurz dazu sagen, den Bonus zum Beispiel nicht nur der Leistung sozusagen entsprechend berechnet, sondern auch des, ich sage jetzt mal, Company Achievements, also das, was wir wirklich an Umsatz generiert haben. Und das ist ja auch etwas, was man schlecht vorhersehen kann. Und dementsprechend kann es auch manchmal zu Enttäuschungen führen oder dass Menschen sagen, das ist doch voll ungerecht. Ich habe doch voll viel gearbeitet und richtig gut hier performt. Warum ist der Boni so klein? Also ich persönlich habe da auch wirklich ganz unterschiedliche Gefühle dazu und bin froh, dass ich heute nicht mehr einen Bonus als Bestandteil meines Arbeitsverhältnisses habe. Hm. Ich habe bei mir, was ist tatsächlich Konzernerfahrung auch mit solchen Sachen, ne, wo wir teilweise auch so ein bisschen auch vielleicht auch Kritik an Personalabteilungen auch üben können. Ne, da gab es dann immer so Entwicklungsgespräche, da wurde dann festgelegt, nichts, dass ich was gegen Entwicklungsgespräche habe, ich fand das immer sehr hilfreich, aber da wurde auch immer vereinbart, ja, was sind denn deine Ziele für deine Boni? Und irgendwie fühlte sich der Prozess immer so an,
Ja, wir versuchen da mal was reinzuschreiben, was erreicht wird, weil eigentlich waren die Boni im größten Teil außerhalb meiner Reichweite. Also ich konnte nichts eigentlich dazu beitragen, dass ich meine Boni besser sind. Das war das Unternehmensergebnis, das war das Bereichsergebnis, das war das Konzernergebnis. Und ein paar wenige Prozent waren meine persönlichen Ziele. Und Dinge, auf die ich halt keinen Einfluss nehmen konnte. Und bei den anderen wurde dann halt gemauschelt. Und also gemauschelt im Sinne von, ja, es wurden Ziele gesetzt, die auch wirklich realistisch sind, um da, keine Ahnung, irgendwie sowas zu machen. Und ich fand diese ganze Gemengelage, also ich finde solche Gespräche, Entwicklungsgespräche sehr wichtig. Das ist auch was, was ich immer sehr als positiv empfunden habe. Aber das halt gekoppelt dann eben mit Gehaltsentwicklung und so weiter. Und oder was ich dann am Ende bekomme, obendrauf noch bekomme. Und ich weiß nicht, für mich hat sich das irgendwie, ja, gib mir das auf die Hand, so, was ich bekomme, und dann ist gut. So, also ich habe das Gefühl, ich würde das auch nicht so brauchen. Ich habe mal eine Sache beobachtet, und das ist vielleicht auch so eine Frage an euch. Es gibt immer so, beim Thema Gehalt, gibt es immer so dieses, zwei Gesichter zeigen dann, das sehen wir vor allem so, wenn aus Sicht von Personalabteilung. Es gibt dann immer so zwei Gesichter, und das merke ich auch bei mir. Es gibt einmal dieses, okay, ich verstehe, warum ich so viel verdiene, warum andere mehr verdienen als ich, warum andere vielleicht bestimmt andere weniger verdienen als ich. Und dann irgendwie auch so eine gewisse Solidarität. Okay, wenn man mich jetzt fragen würde bei einer Diskussion, ne, was glaubt ihr denn, was denn die anderen Teammitglieder verdienen würden und so, dann würde ich auch voll mitmachen und würde sagen, hey, du hast doch mehr verdient als ich, also verdienst doch in Anführungsstrichen mehr als ich. Dann gibt es aber diese individuelle Ebene, diese rationale Ebene. Die kommt dann meistens in so Gehaltsgesprächen raus. So nach dem Motto, so dieses Gefühl von, ich bin doch mehr wert. Das ist doch, das kann man mir doch nicht bezahlen, so. Ich habe doch geguckt hier, Gehaltsvergleiche, du hast es vorhin gesagt. Gehaltsvergleiche, ich habe danach geguckt. Da andere verdienen in meinem Job viel, viel mehr. Und solche Sachen. Und ich beobachte selbst bei mir solche Gedanken. Und ich weiß nicht, Nadine, arbeitet ihr auf dieser Ebene? Habt ihr mit dieser Ebene mal zu tun gehabt in eurem Schreiben mit dem Buch? Weil ich finde, das ist ein ganz innerer Konflikt, den ich bei mir auch merke und den wir vielleicht auch sehen in unserer Arbeit. Also ist das was du siehst? Ja, also vielleicht erstmal zu dem Thema, also natürlich dieses Thema ist hoch emotional. Ich kann schon mal sagen, wenn wir Workshops mit Organisationen, mit Teams machen, wir machen nie Workshops länger als 6 Stunden. Also, das ist schon krass. Ja, ja, weil du ständig am eigenen Wertesystem kratzt. Ne? Du bist immer wieder in Reflexion, ne? So wie du sagst. Und dann ist es nicht nur Werte, sondern eben auch Selbstwert, weil für viele von uns das gekoppelt ist. Also Selbstwert und Gehalt oder auch so etwas wie berufliche Entwicklung und Gehalt. Das ist gekoppelt. Also mein Gehalt muss sich entwickeln, weil ich mich ja beruflich vermeintlich weiterentwickle. Und wenn das in Frage gestellt wird, solche solche Denkmodelle, dann kratzt es eben an, dann geht es so tief, dass es sehr, sehr, ja, sehr anstrengend wird für Menschen, also für uns als Menschen, die wir da das nicht gewohnt sind, vor allem wenn wir bislang immer gesagt haben, nee, darüber sprechen wir nicht. Und was ich zum einen sehr spannend finde, eben auch aus diesem Ich-Denken und aus diesem Wir-Denken, ist so eine Beobachtung, die ich da an der Stelle auch gerne teilen will, wenn ich jetzt losgehe, mich anstellen lasse oder wenn ihr jetzt losgeht und ihr verhandelt mit einer Person, egal ob das jetzt Führungskraft ist oder im Personalbereich, dann geht es ja darum, geht es um bilaterale Verhandlungen. Ne? Und ich muss irgendwie darauf achten, wenn es um mein Gehalt geht, dass ich da vermeintlich nicht zu kurz komme. Das ist so, glaube ich, auch eine Grundangst. Die Angst davor, zu kurz zu kommen oder schlecht abzuschneiden im Vergleich zu anderen. Das Interessante ist, wenn wir mit Teams arbeiten und sagen, wir wollen für die Organisation ein Modell entwickeln, was sich für die beteiligten Menschen fair anfühlt, dann kommen auf einmal Menschen zu uns, die sagen, wie sorgen wir denn dafür, dass Verhandlungsgeschick kein Kriterium ist, vor allem dann, wenn es nicht relevant ist für die Stelle. Also ja. Sprich, also wie können wir denn sicher sein, dass dann die Kompetenz oder die Beitrag zählt und eben nicht nur Verhandlungsgeschick und man seid ITler, ne? Also ob jetzt ein Programmierer gut verhandeln kann, ist jetzt nicht so relevante Kompetenz, ob er auch gut coden kann. Der macht einen geilen Code oder sie, ne, kann vielleicht nicht gut verhandeln, aber das ist ja für die Organisation nebensächlich. So.
Und das Interessante finde ich, also die Leute, die zu uns kommen und sagen, wie stellen wir denn sicher, dass Leute, die nicht so gut verhandeln können, nicht schlechter gestellt werden? Also dass auch nicht die Extrovertierten, die Introvertierten ausstechen, nur weil sie eben von ihrer Ausprägung da anders sind. Und das sagen aber nicht die Introvertierten zu uns, sondern die Extrovertierten. Also die Lauten kommen zu uns und sagen, wie stellen wir das denn sicher? Und das ist für mich so ganz spannend, während es in dem einen darum geht, es geht um mein Gehalt, also ich muss dafür sorgen, dass ich nicht zu kurz komme. Und wenn ich jetzt aber verantwortlich bin für ein Gehaltssystem, was wir gemeinsam entwickeln, dann bin ich nicht mehr nur mir selbst verpflichtet, sondern ich trage Verantwortung und übernehme auch Verantwortung für das Gesamte und damit eben auch für meine Kollegen. So, und wir sind aber eben sozialisiert, auch, ne, ich sage nur Schulnoten, wer ist der Beste, der Jahrgangsbeste bekommt einen Preis, ne, so Selektierung. Und das ist ja aber nicht das, wie wir heute eigentlich Wertschöpfung betreiben. Das ist doch nicht das, wie wir erfolgreich sind in unseren Organisationen, wenn wir nach Kreation, wenn wir nach Innovation streben. Wenn wir Beziehungen gestalten. Ja, wer ist denn, wie bemesse ich denn die beste Beziehungsqualität oder die Person, mit der die beste Beziehungsqualität misst? Und wenn ich sie jetzt dafür entlohne, mache ich es nicht schon wieder eigentlich kaputt dadurch, ne? dass ich die eine Person herausstelle und sage, und du bekommst jetzt nochmal einen extra Bonus dafür. Und die anderen sagen, oh, ich möchte auch die beste Beziehungsqualitätsgeberin sein. Ne? Also wo vielleicht auch gerade so eine Incentivierung gerade das Gegenteil dann eben auch befördert. Und deswegen ist es, glaube ich, auf der einen Seite erstmal wichtig zu schauen, wie kommen wir eigentlich in eine Qualität, dass Menschen Verantwortung fürs Gesamte übernehmen und eben nicht mehr nur für sich selbst und dann auch gemeinsam zu reflektieren und was passiert da eigentlich gerade in mir und warum tue ich mich gerade schwer und welche Ängste, welche Befürchtungen passieren oder entstehen da in mir und wie können wir die auffangen? Krass. Ich bin gerade, da waren so viele Sachen. Also bei mir, ich bin gerade auch so ein bisschen so am Rattern, ne? Also ich weiß nicht, Dina, vielleicht geht es dir ja auch so, ne? Dann ist es ja im Prinzip ja eigentlich auch, wir führen ja Gehaltsgespräche und die Gehaltsgespräche am Ende, Nina, vielleicht kannst du das mal beschreiben. Also, weil ich denke da gerade so ein bisschen darüber nach, also wie läuft es dann bei uns? So, und wie wird Gehalt verhandelt? So, und vielleicht magst du da vielleicht ein paar Worte zu sagen. Ja, also aber ich weiß gerade gar nicht, auch wo ich da anfangen soll, halt, weil ich zum Beispiel auch mit meinem Wertesystem, was ich so auf dem Schulweg mitbekommen habe, in meinem Elternhaus mitbekommen habe, sich ja auch im Laufe der Zeit auf den Kopf gestellt hat. Also dass tatsächlich auch schon mal in meinem Leben der Satz geflossen ist, ja, du hast ja aber nur einen Bachelor, also das kannst du nicht verdienen. Und tatsächlich ich aber einfach sehr gerne mal so den Status quo hinterfrage und einfach mal schaue, was kann man da irgendwie weiterentwickeln. Und ich erzähle sehr gerne, wie wir das machen, Peter. Als ob wir es vorbereitet hätten, genau. Nee, wäre ja auch komisch, wenn du davon erzählst. Du hast ja das sozusagen so initiiert bei uns. Also Gespräche zu Gehaltserhöhungen oder jetzt auch gerade Gehältern bei Neueinstellungen, das machen wir halt gemeinschaftlich. Das heißt, das P&C-Team und Andi und Tim sind dabei, also die Geschäftsleitung, mit denen wir dann halt einfach so ja die Entscheidungen zusammenfinden. Wir als P&C-Team bereiten da Informationen vor. Das heißt, einfach zu schauen, ja, wie lange ist diese Person eigentlich irgendwie da, dass wir unsere internen Gehaltsstrukturen, dass wir uns da sehr, sehr, sehr dran halt orientieren. Und was ich immer sehr schön finde, dass das Ganze visualisiert wird. Und da hat der Peter halt mit angefangen, dass er, also wir haben ja so einen großen Korb sozusagen mit ganz vielen bunten Post-its, dass wir da einfach angefangen haben, uns das mal zu visualisieren. Wo ist der Status quo jetzt? Wie ist die Entwicklungsmöglichkeit zukünftig? Und dass wir uns da einfach gemeinsam absprechen, dass nicht eine Person sozusagen, ich sage jetzt mal, die Entscheidung treffen muss oder auch die Verantwortung dafür tragen muss. So soll es jetzt sein. Also das machen wir schon in gemeinschaftlicher Absprache tatsächlich. Ja. Genau. Also es ist im Prinzip eine Kriterien sind so, ne, Gehaltsstrukturen von anderen, ähnliche, vergleichbare, die vergleichbar lang sind, vielleicht vergleichbare Berufserfahrungen oder
auch, wir fragen auch die Teamleiter, wie sie dann gerade die Person so von der Entwicklung her einschätzen und was ist überhaupt fair gegenüber anderen auch. Ne? Also wenn wir gucken, ne, die Person verdient das, ist das irgendwie fair, fühlt sich das gut an? Ja. Tatsächlich in dem Fall, ne, wenn ich jetzt aber so ein bisschen an das denke, was Nadine gerade gesagt hat, ne? Eine Sache, also ich habe das mal so erklärt, wie Nina das auch gerade unsere Bekannten erklärt haben und die haben gesagt, oh, das ist ja voll fair. jetzt kommt Nadine, vielen Dank, dass du das tust, jetzt kommt Nadine zu uns und erklärt uns ja, also es ist ja irgendwie auch eine Involvierung notwendig oder es wäre ideal, nicht ideal, ich glaube, ideal wirst du wahrscheinlich nicht sagen, aber ich glaube, es wäre doch denkenswert auch, dass nicht nur wir da sitzen, also wir als Geschäftsleitung, wir als Personalabteilung und uns überlegen, wie passt das Gehalt hin? Oder was ist denn das Gehalt? Das ist gerade so ein Punkt, wo ich auch drüber nachdenke. Ne? Es gibt ja immer, es ist ja scheinbar so ein Kontinuum. Ne? Also es gibt da so völlig alte Sachen, es gibt neuere Sachen, es gibt vielleicht bessere Sachen oder vermeintlich fairer. Aber selbst die fairen Sachen fühlen sich irgendwie, die Sachen, die irgendwie fairer sind, fühlen sich gerade gar nicht danach an, als ob es noch einen Schritt mehr gibt. Ne? Also das ist irgendwie, das ist gerade so das. Ich weiß nicht, Nadine, hast du da irgendwas, was du dazu sagen kannst? Oder ich habe euch nicht vergessen aus dem Chat. Ich weiß nicht genau, ob ich deine Frage oder das, was du gerade im Kopf hast, richtig aufgreife. Also ich würde jetzt nicht sagen, jede Organisation muss bei der Gehaltsbestimmung unbedingt Mitarbeitende mit einbeziehen, würde ich jetzt gar nicht sagen. Die Frage ist aber, wer entscheidet darüber, wie der Prozess aufgesetzt ist? Also man kann ja auch Dinge auch als Team, auch als Mitarbeitende ja auch Dinge delegieren, also zu sagen, wir wollen es gar nicht entscheiden. Oder in unserem Team wollen wir das gar nicht entscheiden. Wir wollen, Person X entscheidet. Oder eben ein Team entscheidet oder wir wählen uns jemanden, der das entscheidet oder aber wir sagen, der Prozess ist so aufgesetzt, dass wir das Gefühl haben, dass wir können das Verfahren nachvollziehen und das ist schon mal die Basis für gefühlte Fairness, also für gefühlte Gerechtigkeit. Ich kann nachvollziehen, wie Gehalt sich bestimmt und entwickelt. Ich habe darüber Transparenz, ja. Und die Art der Verteilung erscheint mir auch sinnig, ne, stimmig, vielleicht nicht in jedem Punkt, aber ich habe das Gefühl, ja, so im Großen und Ganzen kommt es schon hin. Und da kommen wir nämlich zu einem wichtigen Punkt. Da hatte ich gestern erst in der Diskussion auch mit Menschen aus einem größeren Corporate, dass die Frage ja auch ist, und da haben wir nämlich das Thema Entlohnung ist ja nur ein Aspekt, der Vertrauen stiftet oder auch nicht. Ne? Also ich würde jetzt mal davon ausgehen, wenn ich eine gute Beziehungsqualität habe innerhalb der Organisation, eine gute Beziehungsqualität zwischen Führungskraft, sofern es ihn noch gibt, und dem Team beziehungsweise dem Team an sich, dann ist das Art des Verfahrens und auch die Art der Verteilung wird sehr viel schneller als fair angenommen, weil ich darauf vertraue, dass alle Beteiligten, die sich darüber Gedanken gemacht haben, ausführlich Gedanken gemacht haben und gute Gedanken gemacht haben. Wenn ich jetzt aber in einem System eine Störung habe, sei es Teamgefüge in der Organisation oder ich viele Menschen habe, die zum Beispiel unzufrieden sind mit ihrer Aufgabe oder das Gefühl haben, sie arbeiten für einen Papierkorb oder das Gefühl haben, dass ihre Arbeit gar nicht gesehen wird und auch nicht oder nicht geschätzt wird, dann habe ich auch ein viel größeres Thema beim Thema Entlohnung, also bei der monetären Entlohnung. Ja. Ganz tiefes Nicken von uns beiden, weil das ist was wir auch beobachten. Genau. Und deswegen ist es auch, versuchen wir da jetzt gerade so einen holistischen Ansatz eben auch noch weiter zu entwickeln. Da sind wir jetzt schon dran und spiegeln das auch gerade noch mit Leuten aus der Wissenschaft und mit anderen Praktikern, weil wir glauben und davon überzeugt sind, dass das, was wir für unser Tätigsein in der Organisation zurückbekommen, ne, so viel mehr ist als das Gehalt, was dann auf dem Konto landet. Also was macht denn das aus? Ne? Und da haben wir auf der einen Seite noch das Thema Benefits, auch ganz schwieriges Thema, also finde ich, ist mir auch erst in den letzten Monaten bewusst geworden. Vielleicht kommen wir da nachher noch mal hin zum Thema Benefit. Aber eben auch dieser ganze Aspekt dieser Qualität meiner eigenen Arbeit, der Qualität meines Arbeitsumfelds
und eben, wie kann ich mich da, wie, und selbst wenn ich sage, okay, und dieser Job ist eigentlich nur für mich zum Geld verdienen, dann sollte trotzdem die Aufgabe zu mir passen. Ich sollte auch nicht ständig mit anderen Dingen beschäftigt sein müssen, als die, die ich, für die ich eigentlich da bin und für die ich auch gekommen bin. Und natürlich, auch wenn ich nur zum Geld verdienen, zum Job, in meinen Job komme, es ist trotzdem netter, wenn da nette Menschen sind, die mir dann noch sagen, boah, super und toll gemacht und Dankeschön und Mensch, danke, das ist einfach toll, dass du bei uns bist. Ne? Und deswegen ist auch für uns das Thema Entlohnung deshalb viel breiter und deshalb glauben wir auch, das Thema Entlohnung muss rein mitten in die Organisation, weil sich daran so viel so viele Schnittstellen sind. Also an das Thema Kultur, an das Thema Führung, an das Thema Kommunikation, an das Thema Wertschöpfung, Organisationsstrukturen. Und das ganzheitlich zu betrachten, um eben dann auch ja, nicht nur an der Entlohnung zu arbeiten, also an der monetären, sondern wirklich an einem gehaltvollen, ja was hab ich, soll ich das sagen? Also das, was dann zurückkommt zu den Menschen, das ist das, was so gerade meine Utopie ist. Also es ist ja. Ich liebe dieses Wort gehaltvoll. Das hat für mich danach nochmal, ihr habt ja nur noch den Begriff jetzt für einen Podcast halt auch genutzt, ja. Ne, wo ich denke, genial, wirklich. Also es hat nochmal so eine intensive Beleuchtung dieses Wortes bekommen. Ja, wir starten jetzt im Mai. Ne? Dank Corona haben wir erstmal ausgesetzt, aber jetzt im Mai wollen wir starten im Podcast gehaltvolle Gespräche, weil auch in den Gesprächen wollen wir über so viel mehr sprechen als jetzt nur darum, ja, was sind denn da für Zahlen, ne? Oder auch was sind denn da für Benefits für die Mitarbeitenden. Weil ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn man so manche Stellenanzeigen anschaut, ne, dann sieht man, okay, irgendwie die Liste auch an Benefits wird immer länger. Und dann kürzlich letztes Jahr war ich in Kassel Ende des Jahres und dann erzählte mir eine Personalreferentin, Mensch, wir haben so viel im Angebot, aber das haben auch alle anderen schon. Das ist gar nicht, also ist gar nichts Besonderes mehr. Es wird auch eigentlich so vorausgesetzt. Und gleichzeitig glaube ich, ob jetzt ein Benefit da draufsteht, also ob es jetzt noch, was weiß ich, ob es jetzt noch den Obstkorb gibt oder Säfte oder doch nur Kaffee, ob es jetzt noch, was weiß ich, das Jobrad gibt oder nicht. Das ist ja nicht das, was die Menschen nachher da hält oder was die Menschen wirklich dann am Ende zufrieden mit ihrer Arbeit macht. Und deshalb glaube ich auch manchmal, ich bin davon überzeugt, wenn wir mehr dahin schauen, wie wir Arbeit gehaltvoll gestalten, ne, in all seinen Aspekten, dann glaube ich, kommen wir auch mit ein paar weniger Benefits aus und den ganzen Organisationsaufwand und Kosten, die da mit drin stecken, weil dann nämlich wirklich etwas Gehaltvolles bei den Menschen ankommt, was sie einfach bestärkt, bereichert und zufrieden macht. Genau, ich würde jetzt gerade einmal kurz, also ich habe auf jeden Fall zum Benefits und Employer Branding und Aufgabe und was ist denn eigentlich wichtig und so, habe ich mir gerade aufgeschrieben, habe ich mir einen Punkt gesetzt in unseren Notizen. Ich würde trotzdem gern einfach mal hier nochmal so zum Verhalten, wie Leute in Gehaltsgespräche auch reingehen, da hat die Tanja ein Beispiel geschrieben von ihrem Freund oder Mann, Entschuldigung, von dem Mann. Viele Menschen haben das Gefühl, für eine Gehaltserhöhung kämpfen zu müssen. Eine schöne Erfahrung meines Mannes war, dass er 3 Nächte schlecht geschlafen hat, weil er sich gefragt hat, ob er etwas mehr Gehalt verlangen kann. Im Gespräch hat sein Vorgesetzter dann das Gespräch übernommen und ihm von sich aus eine Erhöhung vorgeschlagen. Das war für ihn so ein positives Erlebnis und eine riesige Erleichterung. Ja, da muss ich tatsächlich auch dieses Reingehen in Gespräche und das, was Nadine vorhin auch gesagt hat, bevor wir jetzt so ein bisschen zum Thema Benefits gekommen sind, das ist ja auch was bei uns diese Gehaltsgespräche auch so, also wenn wir die haben, die fühlen sich so aufwendig an und so anstrengend. Also für uns allein schon. Und wenn man dann bedenkt, was von der anderen Seite dann eben auch für Gedanken da reinkommen und dann werden uns Gehaltstabellen gegeben und dann kommt man aber auch irgendwie zu Themen, die Nadine auch vorhin angesprochen hat, die dann auf das, wie ist denn die Anerkennung meiner Arbeit überhaupt? Wie ist denn meine Aufgabe überhaupt? Zu solchen Themen kommt man dann auch relativ schnell hin. Und es wundert mich das gar nicht so doll, dass das irgendwie miteinander verbandelt ist, weil es fühlt sich halt wirklich so an, dass es miteinander verbandelt ist. Auf jeden Fall.
Ja, und hier hat Tim vorhin schon vor langer Zeit auch schon mal gefragt, vielleicht muss man das Framing von Verdienst, Verdienen einfach mal überdenken und ein anderes Wording einführen, Fragezeichen. Da hatten wir ja auch schon mal das Thema, was bin ich wert? Ja. So, und da hattest du ja auch schon was auch zu gesagt. Also ich finde auf jeden Fall, dass man, was das Thema Sprache angeht, aber allgemein in Organisationen, ich meine, ihr macht das ja auch sehr gut mit, auch zum Beispiel zu sagen, nein, macht People and Culture, ne, und seid jetzt nicht HR. Oder wenn dann Human Relations, kann ich mich noch daran erinnern, dass das auch mal von Sarah kam als Begriff. Ja, und ich glaube, mit Wörtern prägen wir Bilder oder entstehen Bilder in den Köpfen und damit prägen wir eben auch unsere Haltung. Und deshalb frage ich aber oder sage ich auch auf den Vorträgen oder auch in Organisationen auch sehr gerne, okay, was ihr entlohnt, das belohnt ihr auch. Also wirklich auch nochmal hinzuschauen, wollt ihr das wirklich belohnen? Ja? So im Sinne von besonders wertschätzen, besonders herausheben. Und stelle immer wieder fest, dass auch gerade über so Wörter auch das Denken nochmal angeregt wird. Ah ja, stimmt. Ja, wollen wir das wirklich belohnen oder sind uns nicht andere Dinge wichtiger und bedeutsamer? Deshalb glaube ich auf jeden Fall, das Thema Verdienen, Verdienst ist auf jeden Fall besetzt, auch bei mir. Sowas habe ich verdient und was bekomme ich? ist ja so das Typische. Das haben wir auch irgendwie bei so einem Postkartenset, da haben wir das auch mit aufgegriffen. Ich spreche auch meistens deshalb lieber oder nutze die Worte Entlohnung, Vergütung. Vergütung ist eigentlich, es klingt so ein bisschen holprig und gleichzeitig, im Sinne von von Güter oder Gut, ne, passt vielleicht dann doch wieder ganz gut auch zum Thema. Ja, also, aber da bin ich auch immer, also danke auch nochmal für den Hinweis, welche Wörter nutzen wir, wie machen wir, wir setzen damit dann einfach auch das Narrativ. Nina, du hast auch gerade so genickt, als wir das mit dem Thema Worte und was wir benutzen dafür. Ja, das ist halt immer etwas, was man sich fragt, wie kann man etwas sozusagen in Worte packen, dass es sich nicht nur schön, sondern auch einfach richtig anhört. So. Und in meinem kleinen, ich sage jetzt mal, Entgeltabrechnungs-Nerd-Herz habe ich Gehaltsempfänger. So. Das ist bei Dativ eingetragen, bei uns gibt es Gehaltsempfänger, fertig. Ist kein schönes Wort, finde ich. Vergütung, ja, ist ein schönes Wort. Wenn wir aber natürlich auch zum Beispiel ganz rechtlich einfach nur mal so beurteilen, sind wir ja alle auch Einkommensempfänger. Ja, also wir haben ja ein monetäres, monatliches Einkommen, weil wir erwerbstätig sind. Also es gibt da so unheimlich viele Begriffe irgendwie, die immer irgendwie eine Bedeutung in Verbindung mit Geld bringen. Also weil unsere Vergütung ja gerade einfach noch auf, was heißt gerade, also ziemlich viel auf monetären Anreizen oder Belohnung, Entlohnung einfach beruht. Ja, wir hatten das auch bei dem Titel, ne, für diese Sendung. Ich wollte die Titel, also der Titelvorschlag für die Sendung war von mir, ne, New Pay, Gehalt und Lohn anders gestalten. Dann ist Nina aber gekommen und hat mich, kannst du das nochmal wiederholen, worauf du mich hingewiesen hast? Ja, also für mich passt Lohn und Gehalt nicht so in den Comspace-Kontext, weil wir haben keine Lohnempfänger, also Stunden- oder Tagelohnempfäner. Wir haben Gehaltsempfänger. Das ist dann halt wieder so aus meinem, ne, Abrechnungs-Herz gekommen. Ja, absolut, absolut. Ja. Ja, also die Macht der Worte, Christine sagt es so schön, das ist wirklich... beim Thema New Pay ist es vielleicht auch viel die Wortwahl. Ich glaube, das ist auch was wir uns bei Comspace immer von unserer Kollegin Sarah vor allen Dingen auch immer wieder abgucken, die immer sehr schöne Worte findet und liest und uns dann mitteilt und uns auch wirklich darauf hinweist, Linguistin, wie sie auch ist. Ne? Also ich weiß nicht, wie sehr sie sich dem zuordnet, aber sie ist Linguistin, also hat das studiert und immer wieder auch darauf hinweist, okay, Worte, brauchen wir neue Worte. Also finde ich ultra wichtig, das Thema. Also es ist irgendwie, kommt einem irgendwie so klein vor, aber es scheint ja uns wirklich zu beschäftigen. Ne? Vielleicht noch jetzt wieder zurück zum Thema. Also Benefits und Corona haben wir auf jeden Fall auch nochmal auf der Liste. Beim Thema Benefits vielleicht nochmal so ein, zwei Sachen. Benefits habe ich persönlich die Erfahrung gemacht, dass eigentlich eher so andere Themen zählen als Benefits. So.
Also es geht um Aufgaben, es geht um das, was ich tue, es geht darum, wie wird es wertgeschätzt, was ich tue, wie sieht meine Arbeitsumgebung aus, wie ist mein Vorgesetzte, extrem großer Einflussfaktor auf, sage ich mal so im weitesten Sinne, wie zufrieden bin ich eigentlich mit dem, wo ich gerade bin. Benefits sind tatsächlich, die halten niemanden, also ich habe bei meinem alten Arbeitgeber gelernt, Employer Branding Agentur, Benefits halten niemanden bei einem Arbeitgeber. Ist so. Nadine, du hast so gelacht. Ja, auf jeden Fall. Wir kommen auch nicht umhin. Leute, ihr müsst da jetzt durch. Wir haben Corona bisher so ein bisschen ausgeklammert und haben uns eigentlich auch vorgenommen, dass wir es gar nicht so doll aus vertiefen wollen. Also wir sind uns einig, dass wir gerade was Gehalt angeht und so weiter, jetzt nicht, das hat ja Nina auch vorhin schon so schön beschrieben, nicht die großen Brötchen backen, was große Gehaltsstrukturveränderung ist, weil wir gerade einfach andere Themen haben, was Gehalt betrifft und Geld und so weiter. Aber trotzdem so die Frage New Pay und Corona-Krise. Gibt es irgendwas, was jetzt gerade tatsächlich irgendwie trotzdem mit der Corona-Krise in Verbindung geht, was New Pay betrifft, was das Überdenken betrifft? Also habt ihr da irgendwelche Gedanken zu? Das ist eine relativ abstrakte Frage und auch vielleicht zu groß, aber vielleicht habt ihr dazu Gedanken. Wir haben ja so ein Modell entwickelt, das nennen wir unsere 7 Dimensionen von New Pay, und da sind 7 Begriffe, die wir festgestellt haben, immer wieder Aspekte, die vorkommen in Organisationen, die sich auf den Weg gemacht haben, also wie das Thema Partizipation, Transparenz, Fairness steht für uns in der Mitte dieser Dimension. Das ist auch noch das Thema Selbstverantwortung, Wir-Denken, Flexibilität. Und wir nennen das noch Permanent Better, das heißt Entlohnungsmodelle, die sich eigentlich bewusst einem ständigen Entwicklung gegenübersehen und das auch bewusst wahrnehmen, dass sie sich immer wieder hinterfragen müssen. Und wir haben eben so einen Kreis, und in der Mitte ist das Thema Fairness, weil das die zentrale Frage ist, die uns immer wieder begegnet: Was ist ein faires Gehalt? Und jetzt haben wir festgestellt in den letzten Wochen, jetzt hören wir auf einmal ganz andere Sätze. Die Sätze lauten: Wie können wir helfen? Wie können wir unterstützen? Was können wir beitragen, damit wir die Krise überstehen? Und so haben wir gemerkt, dass das Wir-Denken, was wir jetzt im Kreis mit unserem normalen Modell außen haben, auch für uns im Grunde in den Mittelpunkt rückt. Und in einer Organisation, wo dann eben das Wir-Denken, also was können wir tun, was kann ich für das Wir beitragen, damit wir gut durch diese Krise kommen, damit wir das gemeinsam auch überstehen. Und ich glaube, Unternehmen tun gut daran, genau dieses Wir-Gefühl, dieses Wir-Denken jetzt zu stärken. Vor allem auch vor dem Hintergrund, ne, so wie ich mich jetzt in der Krise auch zeige, das, was ich hier auch an Teil meiner Identität zeige, prägt ja auch das Erleben von den Mitarbeitern und von denen, die schon lange dabei sind, aber auch bei denen, die neu mit dabei sind, über die eigene Organisation. Und deshalb würde ich auch immer sagen, naja, schaut doch mal, wenn ihr von der Zukunft von, was weiß ich, 2021, 2022 zurückschaut, was wollt ihr da über euch sagen, nach welchen Prinzipien ihr diese Krise gemeistert habt und wie ihr Menschen beteiligt habt und wie ihr da durchgekommen seid. Und aus meiner Sicht geht es eben nur über eine Stärkung auch dieses Wir-Gefühls und dieser Wir-Orientierung. Und wir haben jetzt, wann war das, vor 2 Wochen, hatten wir deswegen auch einen Zoom-Call angeboten, New Pay in der Krise. Wie kann es denn gehen? Und das ist zum Beispiel ein Aspekt. Ja, wenn es jetzt darum geht, auch Kosten einzusparen, nicht einfach zu sagen, so, wir sitzen hier im Elfenbeinturm und wir machen mal die Excel-Liste und überall 10%. Sondern wir schauen mal auch da, wie können wir eigentlich die Menschen daran beteiligen. Und wenn ich einen Raum aufmache, in dem Menschen sich erstmal sicher und aufgehoben fühlen, weil sie sehen, okay, die Menschen, die hier entscheiden, haben alle mit im Blick, die haben auch das Wohl der Gemeinschaft mit im Blick, dann bin ich auch viel kreativer. Dann bin ich auch viel kreativer dabei, Dinge zu lösen. Und dann stehen auf einmal Lösungen, die vielleicht auch vorher gar nicht denkbar waren in einem anderen Modell. Also wir haben da so ein Unternehmen, die haben wir vor 3 Jahren mal begleitet, eigentlich mit einer Prozessreflexion der Geschäftsführung. Und Lilly Deutschland ist eine Pharmafirma mit einer Tochter eines amerikanischen Konzerns. Und da war es so, die mussten auch Geld, die mussten auch Personalkosten einsparen.
und haben gesagt, wir haben jetzt 3 Jahre lang in Augenhöhe investiert, also auch in was bedeutet dieser Begriff für uns intern, wenn wir jetzt da oben uns zurückziehen in unsere Büros und jetzt Listen machen und streichen, wir brauchen diesen Begriff hier nie wieder in den Mund nehmen, der wird komplett verbrannt. Und die haben dann eben Lösungen, erstmal nach Prinzipien gesucht, wie sie diesen Prozess gestalten können. Und da war Kommunikation, Beteiligung, möglichst große Transparenz, Rahmen abstecken, aufzeigen, wo kann denn Beteiligung stattfinden und wo vielleicht aber auch nicht, vielleicht aufgrund der Zeit oder eben auch aufgrund der Vorgaben auch von dem Mutterkonzern. Und da ist eine viel höhere Akzeptanz da, eine viel höhere auch Mitgestaltung. Und ich habe dann gesagt, wenn ihr jetzt Personal abbauen müsst, ich kenne genug Leute, die hätten gerne 4-Tage-Woche. So, finde 5 Leute, die eine 4-Tage-Woche hätten und schon hast du eine Vollzeitstelle eingespart sozusagen. Ach so, ja, so kann man das ja auch machen. Dann habe ich gesagt, ja. Und dann ist es eigentlich Win-Win für die Organisation und die Menschen. Ne? Jeder hat eigentlich das, was er will, was einen Mehrwert bringt. Und wenn ich aber Angst habe um meine Stelle und denke, oh Gott, bloß nicht den Anschein wecken, ich bin verzichtbar oder auf meine Stelle könnte man verzichten, würde ich doch nie sagen, ich mache jetzt eine 4-Tage-Woche. Hm. So, und damit fällt ein ganz großer Raum an Möglichkeiten und Lösungsmöglichkeiten raus. Und deswegen finde ich schon auch gerade, wenn man dann darüber nachdenkt, wenn man jetzt was spart, dann die Benefits. und dann nicht zu sagen, wir entscheiden, sondern lass doch die Menschen entscheiden, auf was sie verzichten wollen. Ja, es ist tatsächlich auch dieser Reflex, was Mona oder Kuhhenne auch schreibt. Wir haben Kollegen, die für eine gewisse Zeit für 5-10% von ihrem Lohn verzichten würden, um einen Arbeitsplatz von einem Kollegen zu sichern. Ja. Also genau solche Sachen ist halt auch was wir durchaus beobachten. Ne? Also gerade jetzt in der Krise ist es ja auch für uns wichtig, Einsparungen zu machen. Und da gibt es eben auch Angebote von unseren Kolleginnen und Kollegen aus verschiedensten Gründen. Also die Krise ist ja sehr multidimensional. Auch die sagen anzubieten, okay, ich möchte gerade auch, vielleicht brauche ich gerade mehr Zeit für meine Familie zum Beispiel auch, ne? Also weil es einfach gerade ne, Betreuungsfragen sehr wichtige gibt. Also sowas gibt es durchaus auch bei uns, also das ist auch was wir beobachten. Es hat aber natürlich auch immer so, auch insgesamt auch immer so eine Unternehmenssicht und es fühlt sich dann auch schwierig an, weil die Rahmenbedingungen gerade einen dazu zwingen, als Unternehmen gewisse Einsparungen machen zu müssen, damit das Unternehmen überlebt. Ne? Und deswegen ist das, aber man merkt trotzdem immer noch dieses Thema, was du gesagt hast, mit Kommunikation, ne? Vorbereiten von, das könnte kommen und so. Und dann wird es so aussehen, Hilfsangebote, was können wir tun, was können wir nicht tun? Ne? Und auch das transparent zu kommunizieren, ist etwas, wo wir auch gerade in der Krise ja auch gute Erfahrungen mitmachen. Also zumindest, ne, wie es halt in der Krise geht, gute Erfahrungen. Ne? Also ist ja nichts, wo man jetzt, man hat immer noch so einen großen Hintergrund dahinter, ne? Doch, ich würde wirklich sagen, das sind gute Erfahrungen, weil das sind auch gute Erfahrungen auch für dann, wenn die Krise vorbei ist. Weißt du, das sind Erfahrungen, die dir eine Sicherheit geben, die dir auch eine Stärkung geben in der Organisation. Also von dem her ist ja immer die Frage, wann kann ich denn auch mal erleben, was wert ist, ne? Also was sind denn unsere Werte? Und ja, in schönen Zeiten, wenn irgendwie der Gehalt, wenn das Geld sprudelt, da ist immer alles einfach. Aber die Frage ist ja, und das sagen ja, das erlebt man ja vor allem auch im privaten Bereich, na, wenn Menschen zusammen durch eine Krise gegangen sind, ja, das hat uns zusammengeschweißt. So, und warum hat es zusammengeschweißt? Weil man weiß, man kann auf den anderen vertrauen. Und wie viel höher ist eine Bindung, ist auch ein Commitment, ein Einsatz, wenn ich weiß, ich kann auch auf mein Team, auf meine Kollegen und auch auf meine Chefin vertrauen. Und auch wenn es weh tut, weiß ich, es wird alles mit gutem Wissen und Gewissen abgewogen. Und ja, macht einen Unterschied. Es macht einen großen Unterschied. Und von dem her sind das schon noch positive Erfahrungen, die auch nochmal auch was, ja, wo wirklich auch viel entstehen kann. Auf jeden Fall. Also es ist schön, das immer auch zu hören, weil das muss man sich wirklich auch immer wieder mal so ins Gedächtnis rufen, so nebenbei, dass das halt auch, man arbeitet eben nicht fürs Jetzt unbedingt auch, ne, sondern auch wie läuft es in Zukunft. Nina, hast du noch irgendwie so noch Gedanken zu New Pay und Corona-Krise? Also hast du da irgendwie was im Kopf gerade, was dich da bewegt? Ja, also diese permanent Beta-Phase, wo ich ja vorher schon gesagt habe, das war jetzt gerade nicht der richtige Zeitpunkt. Also es scheint ja nie der richtige Zeitpunkt zu sein. Jetzt ist ja auch nicht der richtige Zeitpunkt gerade für so eine Pandemie, ne? Also
Und UnduPay, meintest du? Genau. Ja. Man kann das Thema sozusagen immer irgendwie anders priorisieren, aber trotzdem hat man ja immer irgendwie wieder Fragen im Kopf. Ach, sollten wir das nochmal hinterfragen? Sollen wir das nochmal irgendwie weiterentwickeln? Und zum Beispiel jetzt gerade in der Corona-Krise, ob es jetzt wir sind oder auch andere Unternehmen, Selbstständige vielleicht auch, die gerade vor Herausforderungen stehen, die wir alle nicht kennen, den Ausgang nicht kennen, die Dauer nicht kennen, die Intensität nicht kennen, die uns jetzt gerade sozusagen in dieser permanent Beta-Phase einfach noch ein bisschen länger halten wird. Also das sind so meine Gedanken dazu. Es ist nie der richtige Zeitpunkt, jetzt gefühlt schon mal gar nicht. Aber wann ist denn dann der richtige Zeitpunkt? Also interessant ist, wir hatten gerade mit zwei Organisationen angefangen, in einen Prozess zu gehen und dann kam die Krise. Und die eine Organisation hat gleich gesagt, ist egal, machen wir halt jetzt virtuell. Obwohl sie keine Erfahrung hat mit virtueller Zusammenarbeit. Das war besonders spannend. Es ist für die absolutes Neuland. Und dennoch haben sie sich auf den Prozess eingelassen. Und eine andere Organisation, die haben ein bisschen gebraucht, um sich so wieder, mussten sich einmal schütteln, haben jetzt auch gesagt, sie machen das. Und das hat uns auch wirklich fasziniert. Ich hätte es nicht geglaubt, dass es eben auch dann an der Organisation so wichtig ist, jetzt selbst in dieser Phase, wo wir eigentlich nicht wissen, was am Ende irgendwie rauskommt, sagen, egal, wir glauben, das Thema ist so bedeutsam für uns, dass wir uns auf die Reise machen. Ja. Also muss man dazu sagen, in einem Unternehmen ist es im Moment ausschließlich der Außendienst. Und da ist bei denen auch gerade ganz viel in Veränderung, weil sie beispielsweise jetzt auch gerade gar nicht reisen können. Wir können gerade nicht die Arbeit auf der Art und Weise tun, wie sie es sonst tun. Aber das ist schon spannend. Ne? Dass es eigentlich immer etwas gibt und deshalb... Nina würde ja auch immer sagen, naja, die Frage ist auch, ne, muss es groß sein oder darf es auch vor allem bei euch jetzt erstmal klein sein und eben nochmal genau hinschauen, wo sind die Handlungsbedarfe überhaupt? Ja, absolut. Muss man sich auch immer sagen, man antizipiert manche Sachen, also man neigt auch so ein bisschen dazu bei großen Entscheidungen, antizipiert Sachen und glaubt, dass es so ist, aber glaubt, dass so reagiert wird, aber eigentlich ist es dann doch meistens komplexer, vielleicht aber auch gar nicht so schlimm, wie man es antizipiert manchmal. Ne? Also das ist tatsächlich was wir beobachten. Das Thema mit den Benefits. Christine hat ja die Frage gestellt. Wie wird die Corona-Zeit, wo die Benefits ändern und vor allem wird es dann noch Arbeit, aber einen Arbeitnehmerinnenmarkt also geben? Ne? Also ihr wisst, ne, Arbeitnehmerinnenmarkt, der Gedanke, dass nicht mehr die Unternehmen den Arbeitsmarkt bestimmen, sondern umgekehrt. Also Bewerberinnen und Bewerber. Nadine, du hattest... Also ich möchte auf jeden Fall schon mal vorne wegschicken. Als ich nochmal angefangen habe, mich mit dem Thema Benefits näher zu beschäftigen, ne, mache ich auch so gerne, ich schaue erstmal im Duden, wo kommt denn eigentlich der Begriff her? Oder eben auch bei Wikipedia. Und es ist ein Begriff, der aus dem Lateinischen ja kommt und zwei Begrifflichkeiten widerspiegelt. Entweder Wohltat oder Privileg. Und ich finde es schon mal gut, sich mal in einer Organisation wirklich mal zu überlegen, und wo verteilen wir eigentlich Wohltaten und wo auch Privilegien. Und damit meine ich Privilegien explizit, also beispielsweise das Eckbüro oder eben auch das größere Auto, aber auch implizit, da würde ich mal sagen, so mancher E-Mail-Verteiler wird auch als Privileg betrachtet, ne, wenn man da draufsteht und mit in einem Kommunikationsfluss ist, dass man da ein Privileg erhalten hat, mit da eingebunden zu sein. Und ich glaube, gerade beim Thema Privileg müssen wir wirklich achtsam sein in Organisationen, welche Privilegien wollen wir überhaupt verteilen? Vor allem, wenn wir gar nicht wissen, wie wir unsere Organisation in 2, 5 oder 10 Jahren aufstellen. Weil, und das ist eine Erfahrung, die ich jetzt immer wieder gemacht habe, wenn man Privilegien zurückfährt, macht das was mit den Menschen. Also es geht ganz tief, weil das Privileg mir anzeigt, ich bin vorangekommen, ich bin vorwärts gekommen. Ich habe ein Unterscheidungskriterium zu anderen. Ne? Und wenn ich das wegnehme, dann nehme ich jemanden einen Status weg. Und wir hatten das erst kürzlich im Bekanntenkreis, wo einer erzählte, dass ein Bekannter von ihm hätte sich ein kleineres Auto genommen, nach dem Motto weniger Sprit, weniger Platz.
Und er wurde sogar von seinem Briefträger angesprochen, ob denn noch alles in Ordnung sei. Er würde jetzt ja ein kleineres Auto fahren. Und da sieht man schon, auch so ein Privileg strahlt ja nicht nur für einen in fortkommende Entwicklung aus, sondern eben auch, je nachdem, wie sichtbar das ist, eben auch für andere. Und dass das total verunsichernd wirkt, wenn für mich eine berufliche Entwicklung mit solchen Privilegien zusammengeht. Und das kann da dann traumatisierend wirken, wenn ich auf einmal dann Privilegien nicht mehr habe, weil, oh Gott, wer bin ich denn dann noch? Und jetzt wurde ich hier sozusagen degradiert oder muss ich mich degradiert fühlen? Bin ich dann noch Teil der Gruppe? Bin ich, oder muss ich Angst haben, dass ich ganz rausfalle? Ja. Und deswegen glaube ich, also gerade beim Privilegien echt würde ich eher darauf verzichten. Und beim Thema Wohltat, glaube ich, ist es so, naja, wenn man eine Wohltat wegnimmt, dann ärgert man sich vielleicht erstmal als Mitarbeitender drüber. Also sprich, es gibt jetzt nur noch Wasser und keine Säfte mehr. Aber irgendwann vergeht es auch wieder, ne? Das ist irgendwann vergessen. Und deshalb, glaube ich, sollte man beides deswegen mit Dosis einsetzen, wirklich, auch wenn mehr Geld da ist, weil am Ende, glaube ich, ist vieles davon einfach verzichtbar. Ich mag auch immer das, was unser Kollege Tim auch immer zu diesem Thema sagt, ne? Wenn wir das für einen einführen, führen wir das auch für alle ein. Das ist immer was er halt auch sagt, ne? Das ist genauso dieses, ne, wenn wir sagen, jemand bekommt jetzt, also wir unterstützen irgendein Benefit oder ein Privileg oder was auch immer, dann müssen wir es allen zur Verfügung stellen, ne? Das ist nicht immer so ganz einfach, aber das ist halt auch wo ich da gerade dran denken muss, vor allen Dingen auch. Und ja, gerade im Bereich Benefits, ne? Also du hast ja, Christine, du hast ja auch gefragt, Benefits sich ändern. Also ich glaube, dass das Bedürfnis, also wir würden ja immer sagen, dass sich Bedürfnisse ja gerade auch einfach ändern, ne? Also Bedürfnisse nach Zeit mit den zu Hause mit den Kindern oder mit der Familie, Bedürfnisse, sich auszutauschen, Gespräche zu führen. Ich glaube, das ist so das Benefits. Also für mich sind Benefits, also wenn ich an Benefits denke, denke ich halt auch immer an solche Sachen wie Schwimmbad also wir haben ein hauseigenes Schwimmbad oder wir machen du kriegst einen Getränkegutschein oder Essensgutschein für irgendwas. An sowas denke ich eher, wenn ich Benefits denke. Ich glaube, es ist glaube ich, dann nochmal wichtiger, auf diese Bedürfnisse zu gucken, und das ist ja auch was tatsächlich dann auch die Leitplanken für uns dann auch sind. Was wird an uns herangetragen? Was wird gerade gebraucht? Wir können nicht alles bieten, aber wir können versuchen, Dinge möglich zu machen, die irgendwie es schaffen, vielleicht ein Bedürfnis zu erfüllen. Ja, Lieben, wir haben tatsächlich noch ein Thema, das wollten wir auf jeden Fall auch noch besprechen. Und das ist das Thema, ich bin ganz ehrlich, ich traue mich nicht, dieses Thema einzuführen, weil ich irgendwie, ich fühle mich nicht mit dem Geschlecht dafür geboren, das jetzt einzuführen, das Thema. Deshalb, vielleicht Nina, wir haben das Thema Gender Pay Gap bei uns, also ne, geschlechtsspezifische Unterschiede bei Bezahlung oder Entlohnung oder Vergütung, wie auch immer wir es nennen wollen. Und vielleicht, Nina, kannst du da mal für den Aufschlag mal erstmal so machen, was umtreibt dich bald, wenn du an dieses Thema denkst? Also, womit beschäftigst du dich gerade oder auch in Zukunft, oder willst dich mehr beschäftigen in dem Bereich? Also es kommt vielleicht auch, weil also ich als Person sehr interessiert bin, alle Menschenkinder gleich zu behandeln. Und ich auch der Meinung bin, dass die Entlohnung, wenn wir sie jetzt mal so nennen wollen, zwischen Männern und Frauen wirklich nicht unterschiedlich sein sollte. Weil ich finde keine rationalen Begründungen, warum beispielsweise, sagen wir jetzt mal, also das klassische Modell, die Frau verdient weniger als also das männliche Geschlecht. Ich finde keinen Grund dafür. Sehr Ich gut. habe hier gelesen, ich finde leider keinen guten Grund. Und das ist halt etwas, was mich umtreibt, warum es geschieht, obwohl es keinen offensichtlichen Grund dafür gibt. Versteht ihr, was ich meine? Also, warum geschieht es, wenn es dafür keine, ich sage jetzt mal, Rechtfertigung gibt oder einen Anlass? Ja, unsere kulturelle Prägung, ja, ist zumindest die Erklärung dafür. Ja, also die Wertigkeit der Arbeit der Geschlechter irgendwie abhängig zu machen, der Nationalität oder vielleicht auch einfach, ich sage jetzt mal, eine niedrig entlohnte Arbeit mit dem Stellenwert einer etwas höheren entlohnten Arbeit, wenn wir da zum Beispiel auch an verschiedene Berufsbranchen denken,
wie zum Beispiel die Pflegebranche. Ja. Das sind alles so Fragen, wo ich leider noch keine Antwort gefunden habe, aber weiß, dass es geschieht. Und in welchem Rahmen beschäftigst du dich damit? Also wenn du jetzt sagst, Gender Pay Gap, also gibt es da so Dinge, die du tust, um dich da irgendwie dem zu nähern? Meinst du jetzt bei uns, bei ComSpace zum Beispiel? Ja, also bei uns in deiner Arbeit persönlich. In der Arbeit? Also, dass ich schon genauer hinschaue. Gibt es Unterschiede, dass man vielleicht auch, obwohl ich bin kein Freund von Vergleichen, weil man kann ja Individuen einfach nicht gut miteinander sozusagen vergleichen, schwarz oder weiß irgendwie da abbilden. Das geht einfach nicht. Ich mag da aber trotzdem schon gerne genauer hinschauen und hinterfragen und vielleicht auch evaluieren, in welche Richtung kann es gehen. Also das ist wirklich mein persönliches Interesse, da an diesem Thema dran zu bleiben, zu sagen, ach, das ist halt so, ne? Nee, hinterfragen. Ja, ich glaube, das ist auch so mit das kraftvollste Instrument, das Fragen stellen, um eben auch zu hinterfragen, warum sind die Dinge so, wie sie sind und müssen sie so sein. Und das ist ja das, was du ja schon auch gesagt hast. Ne? Gerade, oder muss ich jetzt ja ehrlich an dich, Peter, auch geben, wenn du sagst, na, dass du das als Mann nicht einführen kannst. Wieso denn nicht? Also wieso kannst du als Mann nicht sagen, Mensch, ich finde es total ungerecht und auch ich möchte einen Beitrag dazu leisten, dass Männer und Frauen gleich entlohnt sind. Und das ist mich, das sage ich nämlich auch an der Stelle ganz bewusst, weil im Moment wird das immer so, es scheint so, als sei der Gender Pay Gap ein Frauenthema, und das ist es auch, also in der Öffentlichkeit ist es ein Frauenthema, aber das ist auch ein Thema für Männer, die in Berufen sind, die eben gerade strukturell eben schlechter entlohnt werden. Das ist nicht nur ein Frauenthema. Und das ist, und wenn Familien eben sich auch anders aufstellen wollen, wenn Familien eigentlich gleichberechtigt ihr Leben gestalten wollen und gleich beteiligt sein wollen, dann geht das heute oft nicht, weil Männer immer noch mehr verdienen als Frauen und dann ist eine rationale Entscheidung dazu ist, wenn schon Stellen reduziert wird oder der Stellenumfang, dass dann derjenige die Stellen reduziert, der weniger verdient. Und damit hat es einen immensen Einfluss eben nicht nur auf die Lebensrealität von Frauen, sondern eben auch auf die Lebensrealität der gesamten Gesellschaft. Und wenn wir da hinschauen, wo ist die größte Armutsgefahr, dann sind es alleinerziehende Frauen dazu noch. Also sind eben auch Kinder Betroffene des Gender Pay Gaps. Hm. Und das ist schon, also deshalb ist das, und ich glaube, da müssen wir auch hinkommen zu sagen, das ist ein gesamtgesellschaftliches Thema aller Geschlechter, auch die dazwischen, da an Lösungen zu arbeiten. Und wenn wir das jetzt gerade auch, ne, kommen wir ja nochmal zu Corona, wenn wir sehen, was auf einmal diskutiert wird, dass irgendwie 70% der Berufe, die jetzt systemrelevant von Frauen sind, sind es aber auch immer noch 30% auch von Männern. Und das heißt, das ist ein Thema eigentlich für uns alle und eben auch zu überlegen, was ist uns auch da wieder was wert, ne? Ist auch, also ich wollte auch damit nicht sagen, dass mir Fairness nicht wichtig ist. Also es ist halt, ich fand das so schön. Ich hätte vorhin gern gesagt, als du gesagt hast, dass Fairness in den Mittelpunkt zu rücken, ist für uns sehr wichtig. Das ist für mich auch ein sehr, sehr wichtiger Wert. Bloß ich habe halt, ich habe so eine Haltung von was ich keine Ahnung habe, da kann ich mich schwer zu äußern. Okay. Und das habe ich deinem Geschlecht zugeordnet. Ja, genau. Also es ist eher, es ist mein eher Fehler. So das. Es ist eher so das, weil ich, ne, warum soll ich davon reden, was. Ja, das ist einfach die Hürde, die ich gerade bei mir im Kopf habe, wenn ich an das Thema denke, dass uns das wichtig ist, absolut keine Frage und dass ich daran mitwirke, keine Frage, also absolut, also nur, nur zu Verständnis, nicht jetzt um mich rausreden zu wollen, ja, aber die Hürde war tatsächlich genau die, keine Ahnung eigentlich, ich habe es noch nicht erlebt, so, also das ist halt mein Privileg vielleicht auch an der Stelle. Christine schreibt dazu, da braucht man noch gar nicht weit gehen, woran das liegt. Wer kümmert sich denn in Zeiten von Homeoffice wegen Corona gerade pauschal eher um die Kinder? Ja. Und das ist halt der spannende Zusammenhang und was Nadine ja auch gerade gesagt hat, dieser spannende Zusammenhang von wer verdient weniger
Und es ist halt automatisch, ne? Also wir haben ja eigentlich Einfluss darauf, dass es nicht so ist. Im Prinzip, ne? Und es begrenzt sich ja auch gar nicht auf die Kinder. Das ist ja allgemein die sogenannte Care-Arbeit, also da, wo es darum geht, sich um andere zu kümmern. Ich mache gerade ein Ehrenamtsprojekt, ich mache gerade Vernetzung von Angehörigen über Videocalls mit dem Altenheim und den Bewohnerinnen und dort vor Ort. Und ich habe jetzt ungefähr 20 Personen, Angehörige ongeboardet zu Zoom-Calls. Und das Interessante ist, 80% derjenigen, die ich kontaktiere, sind Frauen. Ich bekomme immer die Kontaktdaten von Frauen. Also es sind auch mal Männer dabei, aber 75-80% bekomme ich Kontaktdaten von Frauen. Und das auch dann eher die Schwiegertochter als den Sohn. Sehr gut. Ja. Sehr gut, sagst du. Deswegen, also das Thema Care-Arbeit ist an der Stelle eben dann auch nicht nur auf Kinder beschränkt, sondern eben auch auf wenn es um die Pflege von Angehörigen geht. Ja. Zieht sich dann damit auch durch. Und es ist ja auch durchaus ein Thema, Nina, hast du dich ja auch so ein bisschen ja auch bei Comswiss haben wir ja auch damit tatsächlich ja auch gearbeitet. Muss man ja tatsächlich auch offen und gerne tun wir das auch zugeben. Ne? Also in dem Bereich, dass wir da auch, du kannst es ja gerne mal sagen, wie es bei uns war oder ist. Ist halt auch seit einigen Jahren halt so ein Thema, in dem man halt immer nur besser werden kann und sollte. Und ich muss jetzt mal sagen, dass ich halt mal so eine Tabelle auch mal aufgesetzt habe, um einfach mal so ein bisschen so auch, so Entwicklungsstufen auch mal sehen zu können. Und da sieht man halt auch, dass in den letzten Jahren halt da schon gezielt Gehaltserhöhungen an Kolleginnen einfach geflossen sind, um halt diese bis dato vorhandenen Lohnlücken dann auch zu schließen. Und das kann immer nur irgendwie, es kann immer nur noch besser werden. Dieses Thema sollte nie verloren gehen. Also, ja, wir sind da auf einem ziemlich guten Weg. Genau, und was man aber auch der Ehrlichkeit sagen muss, es war auch mal anders. Das hat Nina ja auch mal so angedeutet, dass es eben auch mal nicht so war, dass eben da wirklich auch, ne, dass wir da eben mit genau hinschauen eben auch nacharbeiten müssen. Das ist oder halt mussten. Das Wichtige. Man muss halt hinschauen. Man muss diese Lücke ja auch erstmal entdecken. Es ist ja nicht so offensichtlich. Also man muss hinschauen, einfach mal in die Materie wirklich reingehen und in diese Liste gucken. So. Ja. Ist das denn auch was, Nadine, ist das auch was du viel mit deinem Netzwerk auch, also was du da beobachtest, wo du mit diesem Thema auch zu tun hast, also die New Work Women? Also ja, das ist immer wieder ein Thema, eben Gehalt von Frauen, auch Gehaltsverhandlungen und wie machen wir das und wo man ja auch schon fast sagen muss, also was ich eben so, ein Satz, den ich selber im Kopf hatte, war ganz, ganz, ganz lange, naja, Frauen sind ja selber schuld, wenn sie weniger verdienen, ne? Hätten sie härter verhandelt, dann würden sie das Gleiche verdienen. Und das ist halt nicht so, das weiß man auch wissenschaftlich, dass es da einfach einen sogenannten Gender Bias gibt, wo wir einfach geschlechtsspezifische Vorurteile haben. Und wenn eine Frau in der Art und Weise verhandelt wie so mancher Mann, dann wird ihr das eher negativ ausgelegt als mit Verhandlungsstärke. Und nichtsdestotrotz ist, und ganz oder besser gesagt, abgesehen davon, ist ja die Frage, wer trägt denn in so einer Verhandlung die Verantwortung dann für das, was am Ende rauskommt? Das sind ja die meisten Informationen haben und das sind die in der Organisation darüber entscheiden, wie jemand dann auch eingruppiert wird und wie das im Gesamtgefüge ist. Das heißt also, eine Organisation hat dafür die Verantwortung, dafür zu sorgen, dass es da, ne, so wie du auch sagst, Nina, da müssen wir reinschauen, auch in die Tabellen und ist das gut und passt das, wirkt es stimmig? Oder sind da wirklich auch irgendwie, können wir jetzt jemand, der neu reinkommt, nicht einfach irgendwo eingruppieren und stellen fest, jemand, der die gleiche Tätigkeit macht, verdient aber viel mehr, aber nur weil sie oder er weniger benannt hat oder weniger gefordert hat, wird dann, was weiß ich, 5.000 oder 10.000 Euro drunter gesetzt. Ne? Und diese Verantwortung, die trägt eben eine Organisation, weil ich von außen ja erstens gar nicht weiß, wie ist das Gehaltsgefüge innen, das weiß ich ja innen schon nicht. Und dann weiß ich auch nicht, ne, mit wem komme ich denn da zusammen, welche Erfahrungsbackground haben die, wo sind die in diesem Gesamtgefüge. Das heißt, die Verantwortung liegt eben dann bei der Organisation.
Ja, und da denke ich, da ist der Arbeitgeber oder Arbeitgebende halt in der Pflicht, da tatsächlich hinzuschauen. Also ich nehme jetzt nicht an, dass die meisten Unternehmen tatsächlich offensichtlich da versuchen, Unterschiede zu schaffen. Es fällt meistens einfach gar nicht auf. Es ist ja schon immer so gewesen. Man hat es nicht hinterfragt. Genau, Christine schreibt dazu, dass es eben auch oft über die Prägung auch im Jugend- oder im Kinderalter auch geht. Also wie Jungs und Mädchen geprägt werden in ihrer Erziehung oder Sozialisation. Ne? Also Jungs früh und oft in der Küche einbinden, also klassisch, ich sag mal, in Anführungsstrichen, klassische Frauenaufgaben, was ich natürlich nur in Anführungsstrichen setzen möchte. Ansonsten sind diese Rollenbilder später in der Arbeit eben genauso und super schwer dann rückwirkend zu verändern. Ja. Auch eine Sache, wo es anzusetzen gilt, auf jeden Fall. Henrik schreibt dazu noch, Gender Pay Gap liegt unter anderem auch an Netzwerkeffekten, weil in den Führungspositionen schon historisch viele Männer sitzen und die gern Gleichgesinnte nachholen, in Anführungsstrichen. Genau, das nennt man den Thomas-Kreislauf. Thomas stellt gern Thomas ein. Oh Gott, heißt das wirklich Thomas? Ja, okay. Ich habe das irgendwie, ich weiß nicht, manchmal werden ja in sozialen Netzwerken Leute so bei anderen Namen genannt, so so ein bisschen abfällig, um dann halt so eine gewisse Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe so darzustellen. Ich wusste gar nicht, dass es diesen Thomas-Effekt gibt. Ja, das hat die Albright-Stiftung, die sitzt in Berlin, die macht jährlich so 2 Reportings und die hat das eben als den Thomas-Kreislauf benannt, weil sie sagen, es gibt mehr Thomasse und Michaels als Frauen in den 160 größten börsennotierten Unternehmen. Und eben, dass man Thomas und Thomas einstellt oder auch Michael, ja, ist halt natürlich diese Generation so, was sind sie so, die 60, in den 60ern, Mitte, Ende der 60er geboren. Da gibt es natürlich auch viele Thomasse und es gibt auch viele Michaels. Aber die waren ganz, ganz, ganz erfolgreich mit diesem Narrativ, der Thomas-Kreislauf, den kennt auch mittlerweile, glaube ich, jeder Player, der in diesem Feld unterwegs ist. Okay. Genau, als Systemeffekt. Erinnert mich so ein bisschen an aus der Erziehung oder aus der Schulbildung. Kevinismus gibt es ja auch. Ne? Also Kevins, dass Kevins immer so die, ich sag mal, klischeehaft als die auffälligeren Personen oder Kinder in Klassen wahrgenommen werden. Und dann halt gab es dann halt Kevinismus. Ne? Was Namen mit uns machen, Leute. Passt auf, wie ihr eure Kinder nennt. Auf jeden Fall. Manchmal habt ihr keinen Einfluss darauf, was die Vergangenheit oder was die Zukunft daraus macht, aber achtet auf die Namen. Große, große Aufforderung an der Stelle. Ja. Ja, Augen auf bei der Namenswahl, kann ich nur sagen. Auf jeden Fall. Habt ihr dazu noch irgendwas? Ich habe jetzt leider, ich muss gerade tatsächlich gestehen, dass ich jetzt gerade keine Frage im Kopf habe, mehr zu Gender Pay Gap. Wir können das auch erstmal dann einfach so stehen lassen, wenn das für euch in Ordnung ist. Wenn es aus dem Chat auch keine Fragen mehr dazu gibt. Mir sind sie gerade ausgegangen, das muss ich gerade zugeben. Aber wenn ihr dazu noch Punkte habt, wichtiges Thema und das ist auch die Struktur. Vielleicht noch, ja? Ich würde noch einen Aspekt gerne benennen. Also es gibt, die Hans-Böckler-Stiftung hat einen Ansatz entwickelt, das nennen, ich glaube nicht nur entwickelt, sondern aufgegriffen. Den gibt es auch international, Comparable Worth Ansatz. Und ich glaube, es macht wirklich mal Sinn, da hinzuschauen, wie die vorgegangen sind, um eben auch zu schauen, was wird denn auch in der eigenen Organisation, komme ich wieder zu meinem Liebling, was wird denn da belohnt oder auch nicht. Und die haben zum Beispiel festgestellt, dass, also die haben Berufe miteinander verglichen und haben geschaut, naja, was wird denn da bewertet, was wird da vergütet und entlohnt. Und haben festgestellt, dass eben gerade in Deutschland bei den psychosozialen Belastungen, die in der Pflege beispielsweise, im medizinischen Bereich auftreten, eben eigentlich gar nicht honoriert werden, nicht vergütet werden. Also wenn ich jetzt eine Altenpflege und eine Krankenpflege oder Krankenschwester nehme und vergleiche das mit einer Fabrikarbeit, ne, hinsichtlich Stress, Anforderungen, Kompetenzen, aber eben auch körperliche Anforderungen und auch eben psychosoziale Belastung. Und haben festgestellt, ja, jemand, der in der Fabrik arbeitet, verdient halt, glaube ich, im Schnitt, glaube ich, 800 brutto mehr als jemand, der im Krankenhaus oder im Altenheim arbeitet. Weil eben diese psychosozialen Belastungen eigentlich gar keine, also in der Bewertung keine Rolle spielen. Und wenn man das mal nimmt und schaut, okay, wenn man das anders bewerten würde und einen anderen Vergleich kommt, dann sieht man bei denen, dann steht dann Ingenieur auf der gleichen Stufe wie eine Krankenschwester, Krankenpfleger. Und als ich das erste Mal gesehen habe, habe ich gedacht, so was?
Krankenschwester auf der gleichen Ebene wie eine Ingenieurin, ein Ingenieur. Und beim zweiten Gedanken war ich so, ja genau, Nadine, deine Gedanken bist auch geprägt von formaler Qualifikation, Studium, so viel Mehrwert als eben jetzt im Vergleich etwas, wo weniger formale Qualifikation dahinter liegt, aber eben die psychosoziale Belastung deutlich höher ist als und auch körperliche Belastung als jetzt in den meisten Ingenieurberufen, ne, beispielsweise. Und das, glaube ich, hilft auch, wenn man sich das mal so einfach mal so eine Tabelle anschaut, sich auch der eigenen Glaubenssätze mal bewusst zu werden, was bewerten wir denn eigentlich auch wie hoch? Ne? Also oh ja. So. Oh ja. Ja. Merken wir ja gerade. Ne? Also soziale Netzwerke sind ja auch voll von dem. Ne? Also wer trägt uns gerade durch die Krise? So, ne? Also was ist der Großteil bestimmt so ein Geschlecht her? Von der Menschen, die uns gerade dabei helfen, dass wir hier gut durchkommen. Ne? Also liest man ja auch ja, häufig in sozialen Netzwerken auch dazu. Ne? Ja, wir haben noch so ein kleines Thema, was ich gerne nochmal, vielleicht machen wir so einen kleinen Abschluss, so ein bisschen so in Richtung nochmal so persönlichere Einschätzung von euch. Und da ist sowas wie, Nadine, du hattest so ein Thema, wir hatten so ein Thema besprochen, persönliche Karriereentwicklung und Gehalt. Ja, also ich würde mein persönliches Erleben gerne teilen wollen. Also es gab Zeiten, da habe ich ungefähr doppelt so viel verdient netto, wie ich aktuell verdiene als Gründerin, Geschäftsführerin, weil ich natürlich ja mitentscheide, was ich jetzt tue oder was ich auch nicht tue. Und früher war für mich eben auch gehaltliche Entwicklung ganz eng gekoppelt an mein berufliches Fortkommen. Ne? Also nach dem Motto, deshalb musste sich ja auch was in meinem Gehalt entwickeln, damit ich sehe, ah ja, ich habe gut performt, ich habe mich weiterentwickelt, ich habe einen guten Beitrag geleistet und da ist ja klar, das Jahr ist irgendwie so, hat sich fortgesetzt, also muss ich auch so etwas wie ein Gehalt fortsetzen. Und ich weiß auch noch, wie das war, als ich das erste Mal mitbekommen habe, dass ein Chef von mir gesagt hat, er hat so ein bisschen geprahlt vor anderen, dass er Leute so günstig einkauft. Und das hat mit mir gemacht, dass ich mich sofort unterbezahlt gefühlt habe. Und ich habe auch überall dafür Belege gefunden. Überall, ne? Statistiken. Und jetzt gibt's ja noch mehr, wo man sich ja manchmal wirklich fragt, auf diesen Plattformen, was da manchmal für groteske Gehälter aber auch stehen. Und welche Datengrundlage also die haben, ne? Ja, also wie genau, viele Daten also haben die überhaupt dafür? Deshalb würde ich auch sagen, also jetzt sich unterbezahlt zu fühlen in der heutigen Zeit ist ja viel wahrscheinlicher als noch vor ein paar Jahren. Und ich habe da eine interessante Betrachtung gehabt, weil ich war auch unzufrieden mit meinem Job und habe dann eben eine neue Tätigkeit bekommen, weil ich gesagt habe, also entweder ich bekomme eine neue Aufgabe oder ich gehe. Und mein Chef so, nein, also ich möchte schon, dass Sie bleiben. Und hat mir dann Bildungsprojekte angeboten und ich bin in dieser neuen Aufgabe, bin ich total aufgegangen. Also es war einfach herrlich. Ich war mein eigener Herr. Ich musste nicht mehr ihm Sachen hinterhertragen, sondern konnte selbst gestalten, habe tolle Resonanz gekriegt. Und so nach einem halben Jahr habe ich festgestellt, komisch, ich verdiene immer noch das Gleiche und habe auch das Gefühl, dass mein Beitrag eigentlich viel wertvoller ist als der davor. Und trotzdem habe ich mich nicht mehr unterbezahlt gefühlt. Und habe dann so gemerkt, okay, ich habe mich jetzt eigentlich nicht gehaltlich weiterentwickelt, aber gefühlt habe ich so viel mehr erreicht. Und mein Faktor war so, ja, welchen Beitrag, also was bekomme ich da zurückgespiegelt aus meinem Umfeld? Was bekomme ich denn da an Resonanz für das, was ich tue? Und habe gemerkt, oh wow, ne, das fühlt sich so gut an. Und das ist ja auch das, was ich vorher auch gesprochen habe. Und gleichzeitig in meiner eigenen persönlichen Entwicklung habe ich gemerkt, wenn ich in eine Situation komme, wo ich immer mehr Freiheitsgrade habe, daran merke ich, ich entwickle mich weiter. Ich habe Dinge gut getan, habe sie richtig gemacht, so dass es für mich mehr an Freiheit ergibt. Und deshalb kann ich heute auch problemlos mit einem deutlich geringeren Gehalt leben, weil eben meine Freiheitsgrade jetzt als Unternehmerin, als Thementreiberin, als New Pay Aktivistin so viel größer sind, dass ich da sehe, wo ich mich weiterentwickle. Und ja, Gehalt ist okay, der Kühlschrank muss halt voll bleiben und ich möchte irgendwie mindestens einmal im Jahr möchte ich für eine Woche nach Dänemark fahren können, ja, um ein bisschen auszuspannen. Aber ansonsten ist das andere so viel mehr wert und ist mein Indikator, wie frei kann ich entscheiden, wie frei kann ich gestalten. Und wie das für andere ist, wo da das Maß liegt, ich glaube, das macht auf jeden Fall Sinn, da mal nachzuspüren. Auf jeden Fall.
Nina, wie ist es bei dir? Also so. Ja, also ich habe tatsächlich da jetzt nicht irgendwie halt so einen hohen Stellenwert. Geld hat in meinem Leben halt nicht so einen ganz hohen Stellenwert, der mich als Person irgendwie ausmacht. Ich habe da auch schon verschiedene Phasen im Leben durchgemacht. Also, dass ich die Umstände der Arbeit auch viel mehr geschätzt habe, als tatsächlich die End- oder Belohnung, die ich dafür bekommen habe. Ich habe auch schon wochenweise bei meinen Eltern mal gewohnt und zusehen müssen, wie ich überhaupt an Geld komme und bin dann Gemüseschnitzen gegangen sozusagen. Ich war da immer sehr flexibel und muss auch sagen, egal in welcher Phase ich da auch gerade steckte, je weniger Geld ich eigentlich auch zur Verfügung hatte für meine derzeitige Lebenssituation, umso kreativer war ich. Und ich würde nicht sagen, dass ich da trauriger oder lebensunlustiger gewesen bin. Man muss halt immer bewerten, in welcher Lebensphase stecke ich, was ist für mich persönlich gerade wichtig. Und dementsprechend ja, wird man sein Leben ja auch gestalten. Also die Lebensumstände, die ich halt jetzt habe, können ja vielleicht in 5 Jahren wieder ganz anders aussehen. Also man sollte sich da immer wieder selbst hinterfragen, was ist meine Arbeit wert, was ist meine Zeit wert? Ich glaube, da kann jeder individuell einfach vielleicht auch zu irgendwie einer Antwort kommen. Ja. Ja, also Geld, also für mich persönlich hat es nicht so einen hohen Stellenwert. Also da muss ich auch Nadines Meinung teilen. Ich bin ein sehr geselliger Mensch, der gerne draußen ist. Ich schaue zum Beispiel auch nicht nach, wenn wir jetzt essen gehen, ja, dann zahle ich doch halt mal die Rechnung. Das nächste Mal zahlt irgendeiner meiner Freunde, also dass ich da zum Beispiel nicht aufdrösel oder dass ich da irgendwie meine Lebensumstände sozusagen einschränke. Ja. Da wir jetzt über die persönliche Perspektive gesprochen haben, steuere ich meine noch dazu, wenn es okay ist. Bei mir tatsächlich, bei dem, was Nadine gesagt hat und Nina, was du auch gesagt hast, dieses, irgendwann ist das Geld weniger bei der Arbeit wichtig als das, was ich tue und was ich tun kann. Also ich meine, ich bin in der glücklichen Lage, das habe ich auch bei der ersten People & Culture Show gesagt, dass diese Idee hier mit der People & Culture Show, dass es ein Unternehmen gibt, mein Unternehmen, wo ich gerade arbeite, wo Nina und ich gerade arbeite, dass das unterstützt, dass das sagt, dass das wichtig ist. Und ich hatte einfach Bock darauf, das zu machen. Und solche Sachen halten mich dann auch immer, dann sage ich, ey, geil, ich konnte das machen. So, toller Arbeitgeber, ne? Das ist davon lebe ich, ne? Wenn ich meine Neugierde ausleben kann, das ist ja auch, ne? Die Frage ist ja auch so eine Persönlichkeitsfrage. Also das ist tiefe Identitätsarbeit, sich zu fragen, Gehalt und was ist da noch? Was ist noch alles wichtig in meinem Leben? Und da, von daher würde ich euch zustimmen und sagen, ja, Aufgabe und so, also das ist auf jeden Fall was mindestens genauso viel wert ist. Ich habe bloß eine Sache bei mir und das ist etwas, wo ich sehr mit struggle. Ich weiß nicht, wie es euch da draußen geht, ich kenne aber auch Bekannte von mir, bei denen das so ist. Irgendwas ist bei Geld dran, was mich irgendwie manchmal, was mir ein schlechtes Gefühl gibt. Dass ich ein Gefühl habe, ich habe davon zu wenig oder jetzt ist mein Konto schon wieder leer für diesen Monat, so nach dem Motto, solche Gedanken, die bei mir ein sehr negatives Gefühl auslösen. Und ich habe das bisher, das ist jetzt sehr tief von mir innen drin, aber das ist halt was ich bei mir beobachte. Und dass Geld für mich halt auch ein Thema ist, was irgendeiner Form besetzt ist. Und vielleicht geht es Menschen da draußen auch genauso, die irgendwie das Gefühl haben, dass von Geld irgendwie immer vielleicht ein bisschen, dass der Umgang mit Geld, die persönliche Haltung zu Geld, das beeinflusst, wie ich auch mit Gehalt umgehe und wie ich auch mein Auskommen gerade sehe. Also das sind so diese beiden Pole, die ich bei mir sehe. Und ich hoffe, dass sich es zu dem Pol hin mehr verschiebt, den ihr beschrieben habt. Und ja, das ist halt, vielleicht ist das auch was, ne? Wie gesagt, ich habe das mal auch bei einer Bekannten von uns gehabt, die hat das auch so ähnlich beschrieben, dass das so ein ganz, ganz seltsamer Nemesis fast schon ist, also so eine Art Endgegner, Gehalt und Geld vor allen Dingen. Ganz, ganz, ja. Ganz seltsam. Aber ich das. Noch, ja? Entschuldige, ich dachte, ich wollte noch eine Sache ergänzen. Also was ich weiß, wonach ich nie wieder bemessen werden möchte, ist mein Bildungsgrad. Das hat mich so getroffen damals, dieser Satz, den ich entgegengeschmissen bekommen habe, aber du hast ja nur einen Bachelor, das möchte ich nie wieder jemandem sagen hören und ich werde es auch garantiert niemals irgendwie jemandem zuwerfen. Ich finde, der Zugang zu Bildung ist ja immer unterschiedlich zugänglich. Und
das sollte jetzt kein Parameter sein, sozusagen für mich persönlich mein Gehalt zu bemessen. Mhm. Das wünsche ich mir, ja. Ja, und das finde ich auch gerade beim Thema Gehalt, also Gehaltsbestimmung, wenn es dann heißt, naja, da hat jemand viel investiert, ne? Also vermeintlich, er hat in seine Bildung investiert. Naja, aber es ist ja auch eine persönliche Entscheidung. Also ganz ehrlich, war ich 10 Jahre eingeschrieben an der Uni, bis ich da mein Diplom hatte. Ja, könnte ich auch sagen, ich habe da so in den 10 Jahren so viel Lebenserfahrung gewonnen. Deswegen, oder auch dieses Leid und diese Anstrengung, die dahinter steckt. Es war ja aber auch eine persönliche Entscheidung, ne? Und man hat ja auch davon selbst profitiert. Und deswegen finde ich auch immer so, dass auch gerade beim Thema in der heutigen Zeit mit Abschlüssen, wo unser Wissen so schnell verfällt. Also ich habe so viele Jobs nebenher gemacht und ich habe immer gedacht, dass ich in meinen Jobs viel mehr gelernt habe als im Studium, zumindest wenn ich das so beitragsmäßig aufteilen würde. Deswegen, also ich glaube, ja, wir sind wirklich, was formale Qualifikation angeht, sind wir so geprägt. Und wenn wir jetzt in die IT, auch in Organisationen wie eure schauen, wo sich Menschen so viel selbst aneignen und das Programmieren teilweise selber komplett beibringen, ja, muss ich doch fragen, ja, na, der eine kann es, hat niemand gebraucht, der es ihm zeigt, und der andere hat jemanden gebraucht. Müsste ich eigentlich den, der es autodidaktisch beigebracht hat, eigentlich fast mehr bezahlen, ne? Ja. Guter Punkt. Guter Punkt. Der Lerncoach in mir ist gerade, der hüpft gerade so ein bisschen, weil genau das ist ja eigentlich auch das, was Lerncoaching aus meiner Sicht ausmacht. Also dieses Selbstständige, zu wissen, wie, was, wo lerne ich gut und was kann ich gut lernen und was möchte ich mir aneignen, vor allem. Und was will ich auch? Ne? Ist ja, Lernen ist immer eine Frage von, was will ich auch? Vor allen Dingen auch bei uns, ne? Gerade wo es so wissensintensiv ist. Aber das zählt auch auf andere Branchen. Von daher, ja. Also das ist halt ja auch was, ne? Weiterbildung in Gehalt, ne? Also Weiterbildung, das, was ich mir aneigne und wie ich es aneigne und dass mir einerseits dabei geholfen wird, aber dass das eben auch in gewisser Weise vielleicht auch einfließen kann, ne? Was, wie viel Geld verdiene ich dadurch? Oder nicht wie viel Geld, sondern was wird mir dadurch vergütet? Durch dieses, was ich da tue. Ne? Und Christine schreibt dazu, und ja, man braucht dann schon ein Zertifikat, einen Nachweis dafür. Ja. Zertifikate sind ein Wahnsinn, ohne Scheiß. Also warum, ne? Also wir machen ja teilweise bei uns Zertifikate nur noch deswegen, damit wir es auf die Website schreiben können und das irgendwie vor Kunden verkaufen können. Ansonsten sind Zertifikate erstmal Papier. Ja, es fühlt sich gut an, aber irgendwie ist es dann auch, mein Gott, ich habe auch ein Zertifikat, Spezialist Personalentwicklung. Ja, cool. Hat mir vielleicht irgendwo auch geholfen, ne? Aber was macht das Zertifikat? Und ich sage dir ganz ehrlich, also das ist ja auch nicht nur bei dem Thema Entlohnung ein Aspekt, der schon echt fast absurd ist, wenn es um Zertifikate geht, weil ich meine, wir haben ja gar keine Vergleichbarkeit, auch bei Studiengängen. Wir haben in Deutschland 17 oder 20.000 unterschiedliche Studiengänge. Das ist eh alles nicht mehr in irgendeiner Form vergleichbar. Und beim Thema Zertifikat merke ich dann auch immer wieder, wie geprägt wir sind, wenn wir Menschen erzählen, die wirklich Kompetenzen in einem Bereich haben, die sagen, ich muss jetzt hier noch irgendeinen Abschluss machen oder ich muss noch eine Fortbildung machen, damit ich das ein Zertifikat habe, um mich zu getrauen, nach draußen zu gehen. Also ein Teil in ihnen weiß, sie haben die Kompetenz, und ein anderer Teil in ihnen sagt, du darfst es aber erst verkaufen, du darfst es erst nach außen geben, wenn dir auch jemand ein Zertifikat dazu ausgestellt hat. Also was da an Wissen und Kompetenz zurückgehalten wird, weil Menschen glauben, dass sie ein Zertifikat dafür benötigen, wenn sie es wenn sie es anbieten wollen. Ne? Ich weiß nicht, ob ihr das auch schon mal gehört habt von Leuten, die ja, dann einfach sagen, hier, ich getraue mich das nicht anzubieten, ich habe ja kein Zertifikat. Ja, das aber zum Beispiel, als ich mich hier in Bielefeld beworben habe bei verschiedenen Unternehmen, da wusste ich ja noch nicht, dass es ComSpace gibt, das hat mir Lukas ja später erzählt. Da wurde ich nach Zeugnissen gefragt und ich dachte so, bitte, ihr wollt mein Schulzeugnis sehen? Was sagt denn das über mich aus? Ich habe doch jetzt schon, ne, so und so viele Jahre gearbeitet. Da kommen wir zu dem Punkt Arbeitnehmender-Markt sozusagen. Finde ich als Arbeitgeber gar nicht interessant, anhand dieses Kriteriums eingestellt zu werden. Was sagt das über mich aus? Ja. Ja, ist auch zum Glück was wir in Bewerbungen, also wenn wir Bewerbungen reinbekommen, was bei uns nicht so die Rolle spielt, zum Glück. Wir vertreten die Meinung, da lieber einladen, also wenn jemand interessant erscheint und wir vielleicht zu wenig Informationen haben,
dann lieber einladen, Gespräch und dann gibt es bei uns noch einen Schnuppertag. Das ist aussagekräftiger als jedes Zertifikat. Also für uns zumindest. Also definitiv. Auch, und auch für die Person, die sich bei uns bewirbt, auch aussagekräftiger. Auch wenn es immer nur ein Ausschnitt ist, mal zu sehen, ja, wie arbeiten die da eigentlich, wie sieht da so ein Tag aus und halt nicht das, was in der Bewerbung steht. Henrik hat es hat dazu geschrieben, was Nadine auch sagte. Ist, denke ich, auch ein Problem unserer Hochschulen. Wissenschaftliches Arbeiten wird gelernt, da gibt es oft zu wenig Praxisbezug. Ja, das ist halt, ne, also was macht ein Studium eigentlich mit mir? Ist ein Studium jetzt, macht mich das jetzt zu einem besseren Entwickler? Vermutlich nicht. Oder vermutlich, vielleicht sind da Dinge, die du lernst oder mitnimmst, aber nicht die Anerkennung an sich macht dich da besser. Und Christine schreibt noch, ja, die Beurteilung ist das, was andere auch sehen und einordnen können. Das ist jedenfalls das, was die Gesellschaft einem vermittelt. Ja, von wegen, das sagt jetzt irgendwas darüber aus. Ne? Das ist ja auch ähnliche Diskussion wie bei Noten. Henrik fragt, gibt es bei euch ComSpace, also @ComSpace, für ausgeschriebene Stellen denn keine vorgeschriebene formale Qualifikation als Bachelorstudium? No. Nö, gibt's nicht. Steht nicht drin. Nee. Also ist auch relativ, wir fassen uns da auch relativ kurz. Du wirst in unseren Stellenausschreibungen nicht so viel lesen, was wir erwarten. So, also es ist halt nicht. Zum Glück ist das so. Ich freue mich darüber jedes Mal. Wir bekommen dadurch eben auch spannende Bewerbungen. Und Bewerbungen, die vielleicht auch ein bisschen mehr Hirnschmalz von uns erfordern, weil wir mal ein bisschen genauer hingucken müssen, was wir da eigentlich für einen Menschen haben und so. Also, ja, es macht auch dann interessante Dinge mit uns. Ihr Lieben, wir haben die 2 Stunden erreicht und ich würde sagen, das war heute sehr, sehr inspirativ, also sagt man inspirativ, ich weiß nicht, wie das Wort lautet, aber es war ein sehr, sehr schönes Gespräch. Also ich habe lange nicht mehr so bei Gesprächen immer so rattern müssen. Auch was ich übrigens in der Krise ein bisschen vermisse, Gespräche, die einem das hier anregen, wo so man denkt, Alter, yo, krass. Nee, gib mir mal 10 Minuten. Ich muss mal kurz drüber nachdenken. Und davon sind heute sehr, sehr viele Dinge gefallen. Von dem her erstmal vielen, vielen lieben Dank euch beide, dass ihr mitgemacht habt. Nadine, dass du auch zu uns gekommen bist, um darüber zu berichten.